Grüß euch. Super. Immerhin ist WM, gell? Sind überhaupt alle. Ja? Ich hab's 6-7 vorbei in Mexiko für Tanz, nur ist eh wurscht. Freeman Talk. Alles Gute, das sage ich aber am Anfang vorweg, weil damit gehen wir dann heim. Alles Gute, jeder ist alleine. Nur, dass das gleich mal von Haus aus klar ist. Keiner weiß, was passiert, jeder ist alleine, alles Gute. Darum geht's. Es geht darum, dass ich vor 2 Jahren, ein bisschen mehr als 2 Jahren angefangen habe, den friedlich, liebevollen, geistig, sittlichen Weg der Nicht-Kooperation zu gehen in Österreich. Ich habe die Freeman-Bewegung nach Österreich geholt. Zitat von Bertolt Brecht: Wenn Unrecht zu Recht wird, dann ist Widerstand Pflicht. Deswegen treffen wir uns heute. Ich sage aber am Anfang auch, ja, wir müssen uns ja gar nicht kennen, wir brauchen uns nicht treffen, ihr braucht nichts von mir wissen, ihr müsst nichts von euch wissen. Jeder hat sein Leben. Wieso treffen wir uns eigentlich? Das ist einmal die Ursache dafür, dass wir da sind. Irgendwas stimmt nicht. Und Widerstand, das ist die Frage, gell? Was tut man, wenn es einem reicht? Widerstand. Wie leistet man Widerstand? Ist das ziviler Ungehorsam, was wir da machen? Nein, es ist nicht ziviler Ungehorsam, weil für zivilen Ungehorsam braucht man zuerst Gehorsam. Aber Gehorsam ist nicht notwendig. Gehorsam heißt ja, es gibt irgendwen, der uns was anschaffen darf. Aber darauf will ich aussehen, im Laufe des ganzen Abends, wir sind alle souverän. Jeder von euch ist souverän, jeder von euch ist alleine da. Und erst wenn er alleine souverän und frei ist, dann können wir uns Gedanken machen über das, wie wir uns gemeinsam organisieren. Das war die eigentliche Reihenfolge. Und deswegen muss ich euch jetzt gewaltiges Hirn panieren. Hirn panieren, das ist der Untertitel von dem Vortrag. Hirn panieren. Einmal umdrehen, in irgendwas eintauchen und außerprasseln lassen. Gute Besserung. Das ist gemeint mit alles Gute, als zweite Bedeutung. Weil es muss ja besser werden. Und wenn man will, dass es besser wird, dann wünscht man sich auch alles Gute. Und die dritte Bedeutung von alles Gute, das sind immer 3 Sachen, die dritte Bedeutung ist alles Gute zum Geburtstag. Es hat euch nämlich zu euch am Geburtstag die Republik Österreich ein riesengroßes Geschenk gemacht und das hat man euch nicht erzählt. Deswegen hole ich das jetzt noch. Ich hole noch alles Gute zum Geburtstag und erkläre euch warum. Aber vorweg muss ich ein paar Sachen klären. Ich komme nämlich immer wieder drauf, so in die Pausen und nach die Vorträge, dann gibt es aber ganz viele Leute, die nur ein paar Fragen haben, aber so grundsätzliche Fragen. Und deswegen möchte ich die gleich von Anfang an eliminieren. Die Gesinnung. Was ist meine Gesinnung? Ein paar sagen, ich bin rechts. Ja. Total lächerlich. Ein paar sagen, ich bin links. Keine Ahnung, was das wieder heißt. Dass wir gleich von Anfang an klarlegen, ich bin radikale Mitte. Radikale Mitte, vielleicht ein bisschen drüber, weil ich einfach drüber stehe, ich schaue auf alles runter, radikale Übermitte. Ohne politischen Hintergedanken. Ich will ja kein irgendwas verkaufen, ich will kein irgendwas antragen, ich will nicht, dass man mir was nachmacht. Ich will nur, dass das ganz viele Leute auch machen. Und das ist ein Riesenunterschied. Also ich bringe ja nichts zum Verkaufen, es gibt keine Formulare, keine Produkte, gar nichts. Die Gesinnung ist eine gute. Genauso wie die Absicht. Was ist meine Absicht? Was will er eigentlich? Hört man immer wieder die Leute fragen. Was will er eigentlich? Geht uns eh so gut? Wer ist der Meinung, dass es uns eh so gut geht? Eben. Der Andreas wieder. Ja. Also, was will er eigentlich? Er möchte gern die Welt verbessern. Er hätte ganz gern eine bessere Welt für uns alle. Nicht nur für mich, weil das kann sich eh jeder richten. Wenn er brav hackelt und viel Geld verdient, kann er sich super richten. Aber ich möchte ganz gern, dass wir eine Gesellschaft finden, wo nicht von Haus aus ein Mangel da ist. Wo man nicht schon mit einer Schuld auf die Welt kommt. Wo wir uns nicht gegenseitig die ganze Zeit Zinsen stellen müssen, wenn man es runterbricht. Wir haben ein Geldsystem, das basiert auf Schulden. Auf verzinste Schulden. Immer in dem Moment, wo ein neues Geld entsteht, durch einen Kredit oder eine Staatsanleihe oder so irgendwas, dann werden die Zinsen dafür nicht mit erschaffen. Das heißt, sie fallen automatisch in der bestehenden Geldmenge, sind die Zinsen nicht drinnen und müssen verdient werden, weil sie müssen bedient werden. Und das kann nicht besser werden, wie ich auf die Welt gekommen bin. Manche von euch sind öder, manche jünger. Ich bin 1970 auf die Welt gekommen. Da hat Österreich ca. 3,5 Milliarden Euro Schulden gehabt, umgerechnet. Und wenn man das durchdividiert, da
dann bin ich mit 456 Euro Schulden auf die Welt gekommen. Wieso? Wieso? Wieso Schulden? Mein Papa hat dafür die Zinsen zahlen müssen und das ist ja ausgegangen. Und heute haben wir 100-mal so viel. 100-mal so viel Schulden. Deswegen muss man irgendwas tun, dass es besser wird. Die Absicht von mir ist, wir müssen an die Wurzel gehen, wir müssen das Geldsystem anschauen, ehrlich sein, die Wahrheit bringen, es gut machen und dann können wir uns irgendwas basteln, was sicher für alle funktioniert. Das ist meine Absicht. Bücher. Ich habe immer ein paar Bücher mit, die liegen da hinten auf dem Tisch. Das sind verschiedene Ansichtsexemplare, wo ich mir denke, das sind interessante Bücher für euch zum Lesen. Wenn es nur mehr ein Buch da ist, dann bitte, das ist meins. Okay? Wenn es mehrere Exemplare gibt, dann können Sie es auch haben. Dazu ist zum Sagen, Sie sind alle angeschrieben hinten, was das Buch gekostet hat. Sie sind alle bezahlt. Aber ich hätte es ganz gern wieder. Ist gut. Das heißt, wenn wir tauschen, jeder sieht, was das Buch kostet, es ist eine Kiste daneben, da steht drauf, was ich gezahlt habe dafür. Wenn es mehr gibt, können Sie es haben. Wenn nichts draufsteht, schätzt es. Ich habe nämlich vom Hubert, wo sitzt er denn? Hubert? Da sitzt, jetzt sehe ich dich. Der Hubert Rosenberger hat uns ein paar Bücher geschenkt von seinem Verlag früher. Der ist zu uns gekommen, Welcome to Freedom, und hat gesagt, Joe, das ist cool, da, ich habe noch ein paar Bücher, da hast du, machst zu Geld. Ich habe es nicht angeschrieben, wenn nichts draufsteht, bist du selber schuld. Ja. Es ist ein Buch, wo nichts draufsteht, nämlich, deswegen sage ich das dazu. Wenn nichts draufsteht, bitte, dann schätzt es einfach und tut was in die Kisten rein. Ich freue mich über alles, was wir wieder verwenden können, dass wir was tun. Zu dem Thema komme ich zum Karma. Wenn irgendwer glaubt, das Buch ist eh schon zu alt und ist eh wurscht, jetzt gehört es mir, dann soll er das bitte tun. Ist nicht mein Problem, ist sein Problem. Versteht das jeder? Gut. Ich bin nicht für Karma verantwortlich. Das machen höhere Kräfte. Und dasselbe gilt für einen Austritt. Ich verlange keinen Eintritt. Missy, das ist mein Hund. Ich verlange keinen Eintritt, sondern ich möchte ganz gern, dass sich die Welt in eine Richtung ändert, wo das Harmonieverhältnis wieder passt, zwischen geben und nicht nehmen, sondern bekommen. Geben und empfangen. Daher verlange ich nichts, aber es ist jeder eingeladen, dafür zu sorgen, dass ich was empfangen kann. Und das heißt Austritt. Das heißt nicht Eintritt, das heißt Austritt. Auch wieder ein bisschen doppeldeutig, weil es geht ja in letzter Konsequenz um einen Austritt. Überhaupt. Gut, Anfang. Die Welt ist schon verrückt. Das heißt, irgendwer spinnt. Ich sage das deswegen, weil man sich einfach einmal Gedanken machen sollte, jeder von euch, wann die Probleme anfangen. Die Probleme auf der Welt, die fangen dann an, wenn der Mensch aufwacht, wenn er munter wird. Wenn die ganze Welt jetzt schlafen hat, war absoluter Peace on Earth, Friede. Also erst die Probleme gehen dann los, wenn der Mensch munter wird. Wir müssen am Wachbewusstsein schauen. Was hat der Mensch im Wachbewusstsein für einen Botschen? Dass passieren kann, was passiert. Dass wir uns gegenseitig die Schellen einschlagen, dass wir uns voneinander abgrenzen, wir lauter Schuldige kennen, wir uns verklagen gegenseitig, Profit anluchsen, wachsen müssen, sparen gleichzeitig, die Staatsschulden explodieren, die Pensionen werden kürzt, die Kinder können den ganzen Tag betreut, weil die Mütter den ganzen Tag hackeln müssen und währenddessen eskalieren alle Kosten und so weiter. Und dann kommt noch Hypoalpe Adria und Opfangjäger und. Also, die Welt spinnt komplett. Bei uns noch nicht so recht. Also wir können ja wirklich sagen, uns geht es ja nur gut. Aber die Frage ist, was passiert später? Wenn die Staatsverschuldung zum Beispiel bei 120% liegt oder 100%. Jetzt sind wir gerade bei 80% Bruttoinlandsprodukt. 300.000 Millionen Euro Schulden. Könnt ihr euch das vorstellen? Ich auch nicht. Nicht einmal, wenn wir zusammenhelfen, können wir uns das vorstellen. Wer kann sich alle eine Million vorstellen? Verstehst? Wir müssen uns aber 300.000 Mal eine Million vorstellen. Und dafür zahlen wir die Zinsen. Jeder Österreicher, so wie er da sitzt und daheim sitzt und schon oder nur in die Windel macht, zahlt jeden Tag so viel Geld, dass der Finanzminister am Schluss 10.000 Millionen Euro beieinander hat. Das sind alles Fakten. 10 Milliarden Euro Zinsen. Das uns fehlt als Volkswirtschaft. Und das geht nicht nur Österreich so, sondern es geht alle Staaten so. Alle, die verschuldet sind. Und das sind eigentlich eh alle. Also irgendwas muss man tun. Daher
zu meiner Person. Die Insider wissen, was jetzt kommt. Zur Person. Meine Eltern haben mich Johannes genannt. Kreisel haben schon geheißen und Ewald heißt mein Papa. Das war einfach. Johannes Ewald Kreisel, so haben sie mich genannt. Bin am 14. November 1970 in Wels auf die Welt gekommen. Skorpion also. Aszendent Löwe. Habitäre, genau. Danke. Meine Eltern haben diese Geburt registriert, also angezeigt. Das hat angefangen mit einer Anzeige, müsst ihr euch vorstellen. Bin angezeigt worden. Und diese Anzeige wurde registriert. Und aufgrund der Anzeige hat man die natürliche Person 2057-1970 erschaffen. Einen Datensatz hat man gemacht, wie ein IKEA-Regal. Mit einem Strichcode. Und das hat man halt, das hat man es noch genannt, wie meine Eltern mich genannt haben, Johannes Ewald Kreisel. So hat man das IKEA-Regal genannt. Und irgendwo in einer Schublade liegt der Beweis dafür, nämlich die Geburtsanzeige. Das war der erste Akt. Geburt ist registriert, natürliche Person ist da. Und dann ist losgegangen. Und da soll jetzt jeder von euch bitte einsetzen, was halt er so erlebt hat. Das waren so meine Schlüsselerlebnisse im Leben. Ich bin getauft worden, ich bin in die Schule gegangen, habe ans Christkind geglaubt, Osterhaus, Radlvorprüfung, Matura, dazwischen bin ich noch, habe ich noch einen Freischwimmer gemacht, Bundesheer, Tontechnik, Musikerband, Tonstudio, Musikverlag, alle möglichen Sachen. Habe mein Geld verdient, habe natürlich auch dem Bundesheer gedient, wie man das halt so tut, weil man das ja so hört. Dann habe ich irgendwann gemerkt, mit dem Lauf der Jahre, ich habe ja immerhin so ein Lied geschrieben wie Steirermenz am Werigut. Okay. Ja. Ist ja wurscht. Aber stellt sich vor, ich meine, das Lied kennt wirklich ja jeder, oder? Ich habe es akustisch nicht. Steirermenz am Werigut. Du bist es. Sie ist es. Naja, auf jeden Fall haben wir richtig viel Geld verdient. Ja? Richtig krass, das ist überall gerannt, im Fernsehen, CDs verkauft, Steinkugler-Trio, Wahnsinn. Und trotzdem ist es immer schwieriger geworden. Es ist immer schwieriger geworden. Und dann kommt vom Finanzamt die Vorschreibung und dann kommt dann irgendwo der Exekutor und da der und wie das halt so ist. Und dann holst du mal irgendeinen gelben Zettel nicht und dann steht irgendwann die Polizei vor deiner Haustür und denkst du, was ist los, wir sind alle erfolgreich, wir zahlen unsere Steuern, so gut es geht, da die Beiträge dort und es wird immer enger. Und so ist, keine Ahnung, 20.000 Euro im Jahr abgegeben und ein Tausender bleibt da, wann überhaupt. Also irgendwas ist da passiert, dass irgendwas falsch rennt. Dann bin ich über diese Freeman-Bewegung gestolpert im Internet. Ich dachte, ey, das ist ja cool. Was tun die da? Freeman on the Land, England, Kanada, Australien, Commonwealth of Nations. Und bin da immer weiter eingestolpert und habe dann gemerkt, hör, wenn das irgendwo geht auf der Welt, dann geht das überall. Das gehört sich nur angeschaut, wie das genau funktioniert, was da der Hintergrund ist, wie ist das Spiel eigentlich gestrickt auf dem Planeten, wie ist an mir organisiert, was ist da passiert. Und ich habe dann am 14. März 2012 diese Freeman-Erklärung abgegeben. Ich habe es einfach an die Regierung geschickt, Bundeskanzler, Innenministerium, Landeshauptmann von Oberösterreich und den obersten Gerichtshof. Den habe ich geschrieben, liebe Leute, ich kann nicht mehr. Und seit dem Tag quasi bin ich als geistig-sittliches Wesen 0001 2012 zum Betrachten. Und das möchte ich euch jetzt erklären, was da die Hintergründe sind, weil das ist für jeden Einzelnen von euch eigentlich genau der Schlüssel. Nicht, was mich betrifft, ich bin da heraus. Aber es liegt an euch, ob ihr den Schalter findet in euch einen Schädel drinnen. Um das geht es, um nichts anderes. Unwissenheit schützt vor Strafe nicht, gell? Das hat man uns in der Schule erklärt und das stimmt auch. Aber wir müssen uns genau anschauen, was Unwissenheit heißt. Unwissenheit, was heißt un? Nicht. Also kann ich schreiben, Unwissenheit, das ist Nichtwissenheit. Nichtwissenheit schützt vor Strafe nicht. Mathematiker wissen, dass man das kürzen kann. Genau, und dann bleibt über, Wissenheit schützt vor Strafe. Ja, die Frage ist, was ist Wissenheit? Das Wort gibt es ja gar nicht, also nicht in unserem Sprachgebrauch. Verwenden wir nicht. Unwissenheit, das kennen wir, aber was ist Wissenheit? Was ist Wissenheit? Wissenheit. Was wissen wir heute? Wir wissen heute. Wir wissen halt Folgendes.
Wir sind auf einem wunderschönen Planeten daheim. Der Planet erholt sich jedes Jahr einmal, nämlich im Frühling, wird alles auf Null gesetzt und es fängt alles neu zum Wachsen an. Wir wissen, dass es eigentlich keine Grenzen gibt, außer die, die der Mensch aufgebaut hat. Und ein paar natürliche. Wir wissen, dass es alle anderen Lebewesen schaffen, dass sie ohne Geld auskommen. Wir wissen, dass der Mensch mit seinem System der Einzige ist, der im Mangel lebt, der Angst hat, dass er irgendwie untergeht, dass er überbleibt. Alle anderen leben aus der Fülle, die ganze Zeit, jeden Tag. Wir wissen aber gleichzeitig, dass da draußen Leute sterben, vor Hunger, vor irgendwelche Art Verbrechen, Kriege passieren, jetzt Ukraine, Venezuela, Türkei, Brasilien, sehen wir gerade die allerbesten Beispiele, jeden Tag. Das wissen wir auch. Und wir wissen also, dass da irgendwas nicht stimmen kann. Die Zusammenhänge in den Medien werden uns eigentlich nicht so präsentiert, wie es offensichtlich sind. Die ganzen Experten, das wissen wir auch, die reden nur gescheit, aber es ändert sich nichts. Es ändert sich höchstens zum Schwierigen, zum Blättern. Das wissen wir. Was wissen wir noch? Wir wissen, dass das Wasser immer giftiger wird. Wir wissen, dass du im Supermarkt fast nichts mehr einkaufen kannst, ohne dass du nicht gleichzeitig in Indonesien irgendwelche Orang-Utans umbringst. Palmöl. Wir wissen, dass die Zinsen schraufen, weil wir enger draht wird, dass wir sparen müssen, aber wachsen sollen. Was wissen wir alles? Ich sage, wir wissen eigentlich gar nichts. Wow, das sieht man nicht gescheit, schaut. Das ist ein Verwandter von uns. Wir wissen gar nichts. Das wissen wir. Erde, Planet Erde, wenn wir uns da drauf reduzieren, die Natur, das funktioniert, das ist ein Kreislauf, der ist perfekt. Wir können da hinschauen, wir kopieren ihn auch die ganze Zeit. Wir machen Symbole aus dem, was wir finden. Sei es die Uhr, die die Sonne symbolisiert. Sei es die Schrift, die die Sprache symbolisiert. Sei es das Geld, was auch irgendwas symbolisiert. Alles symbolisiert irgendwas. Erde fetzt mit ca. 108.000 km/h. Rund um Sonne, das wissen wir auch, die dreht sich mit da bei uns ca. 800 km/h im Kreis, rund um sich selber, dass man manchmal ganz schwindelig wird. Also mir geht es so. Ja, ist der auch hin und wieder schwindelig, sage ich ja. Auf jeden Fall, auf was ich aussehen will, da sind keine Grenzen. Man sieht da, wenn man ins Tierreich schaut, man muss den Vergleich ein wenig vorsichtig machen, weil dann sagt man wieder, der Mensch ist kein Tier. Ja, das stimmt. Aber man kann es trotzdem einmal versuchen, hinschauen, was war mit den Hosen. Zum Beispiel. Mein Lieblingsvergleich. Wissen die Hosen, so versteht es jeder, gell? Wenn ich nicht sage, was eine Hose. Wissen die Hosen, dass Hosen sind? Wissen die das? Wir wissen aber so viel. Wir haben über alle möglichen Lebewesen auf dem Planeten Studien gemacht. Wir haben es erforscht. Die wesentlichen Funktionen definiert, beobachtet, vorausberechnet über jedes Lebewesen. Aber wissen wir eigentlich die wesentliche Funktion vom Mensch? Hat man uns das jemals erklärt? Man hat uns biologisch studiert und das haben wir in der Schule gelernt und alles. Aber die wesentliche Funktion Mensch auf dem Planeten, kennen wir die eigentlich? Weil die kann ja nicht sein, dass man dem System dient und Steuern zahlt und irgendwann vor lauter Erschöpfung ins Grab fällt. Da möchte ich hin, dass jeder darüber nachdenkt, was ist eigentlich meine wesentliche Funktion auf dem Planeten? Angenommen, ich kenne keinen. Angenommen, da war keiner. Was tat ich den ganzen Tag? Angenommen, ich hätte kein Internet und kein WM. Was tat ich den ganzen Tag? Nix. Uff, uff, schreien. Warten. Warten, was passiert. Was tat man den ganzen Tag? Stellt euch bitte vor, hast du es jetzt doppelt gekriegt? Ja, vielleicht ist noch was von dem Gemüse da, was wir nicht gekriegt haben. Ich weiß es. Ja, was tun wir jetzt? Okay, perfekt. Stellt euch bitte Folgendes vor. Einfach einmal im Kopf überlegen, wer ist es, der da oft Nacht einschläft? Für jeden Einzelnen von uns gilt, wir schlafen jeden Tag auf Nacht ein.
Und wir wissen bis heute nicht, wie das geht. Oder kann man irgendwie erklären, wie man einschläft? Was tut man da? Ich lege mich aber nicht dahin und warte, bis soweit ist. Oder? Das kann man nicht erklären. Man kann nicht sagen, wie man da tut. Mach einmal so, dann schläfst. Das geht nicht. Wir wissen auch nicht, wie man aufwacht. Oder? Kann das wer erklären, wie das ohne Wecker? Die Sonne aufgeht, der Hahn schreit, ja, das bist auch wieder da. Von selber, weißt du? Wie geht das? Das kann man ja nicht. Und aus der Erkenntnis aus, denkt einmal bitte da rein. Wir taten uns niemals schlafen getrauen, wenn da so eine echte Angst war, die richtig echt war, weil wir nicht wissen, wie man aufwacht. Wir können uns nur hinlegen in dem tiefsten Vertrauen, dass wir wieder aufwachen. Und auf das können wir uns immer verlassen. Hin und wieder nicht. Aber dann ist es auch wurscht. Wir haben uns trotzdem darauf verlassen. Ja? Aber wir wissen nicht, wie man einschläft und wie man aufwacht. Und aus dem Gedanken raus müssen wir drauf kommen, dass wir das nicht selber tun. Also können wir uns bis zu einem gewissen Punkt nicht selber kehren. Jetzt ist die Frage, wem kehren wir? Wer macht das? Wer schaltet uns ein und aus die ganze Zeit? Wer ist das? Die einen sagen Manitou, die anderen sagen Allah, die anderen sagen Gott, Heidi, großer Geist. Sind wir d'accord, dass wir dem kehren? Oder hat da irgendwer eine andere Meinung davon? Egal was für eine Kraft, dass mir jeden Tag einschaltet, derer Kraft kehre ich. Und die Kraft, die lässt mich wieder einschlafen. Da bin ich ausgeliefert. Und das ist nicht irgendeiner da draußen. Das ist ja nicht das System. Das ist weder der Bundeskanzler noch der Bundespräsident oder der Draghi oder sonst irgendwer. Die hängen an demselben Schalter. Aber sie glauben, dass es eine Hierarchie gibt. Wenn man einer das eingeredet hat und uns das eingeredet hat. Die Amtsleiter. Haben wir es eh schon wieder. Die wissen das alle nicht. Denen hat man das genau so erklärt, ist einer da leicht. Haben wir einen Amtsleiter da? Die wissen das alle nicht. Es weiß auch der Draghi wahrscheinlich nicht alles. Oder die ganzen anderen sogenannten Besen, die Schuldigen. Die wissen ganz viel nicht. Ich habe schon mit so viel geredet, die wissen alles nichts. Stellt sich weiter vor, wenn ihr darüber nachgedacht habt, wer ich einschalte und wer ich ausschalte, stellt sich weiter vor, ihr wacht auf, ohne dass ihr wisst, wie das geht, und es ist keiner mehr da. Es ist keiner mehr da. Ihr seid die Einzigen, die da sind. Und aus dem außer, aus der Erfahrung außer, dass wir eh alleine sind und als Lebewesen wie der einzelne Hase, oder sagen wir der Hund, dann ist er nicht so schnell aufgefressen. Der kann alleine überleben. Dafür ist er baut. Zuerst einmal in sich kommt, wir wachsen ja von innen raus. Die ganze Zeit aus einer Quelle, die wir nicht erschöpfen können, die ist immer da. Die ganze Zeit, für jeden. Und wenn man jetzt ganz alleine ist, dann hat man irgendwann seine eigenen Regeln. Wie lebe ich, wenn ich ganz alleine bin? Wie gehe ich mit der Umwelt um? Oder was tue ich, wenn ich alleine bin? Mache ich da nur die Häuseltür zu? Solche Fragen. Solche Fragen. Was tue ich, wenn ich ganz alleine bin? Meine eigenen Regeln. Im Einklang mit alles. Und dann mache ich mich auf den Weg und suche mir eine Gesellschaft. Weil dann bin ich in mir total ruhend, kenne mich aus, gibt nichts, was ich nicht wisse, weil ich alles erlebt habe, ganz alleine, ich kenne mich aus und es passt. Und dann mache ich mich auf den Weg und suche mir eine Gesellschaft. Und der hat es genauso gemacht. Wir sind vielleicht 20 Jahre lang komplett alleine auf dem Planeten unterwegs gewesen. Und man trifft sie. Frage ist, hat man jetzt Angst voreinander? In welcher Würde begegnet man sie? Wenn man keine Angst voreinander hat, ist man interessiert an der Meinung vom anderen, versucht man, dass man ihn ausnutzt, dass man ihn über den Tisch zieht, dass man Profit schlagt draus. Was tat man? Man tat sich wahrscheinlich hochintelligent, erwachsen miteinander austauschen. Was hast du erlebt, was habe ich erlebt? Servus, Pfirti. Danke. Und dann geht man weiter und irgendwann trifft man wen, der gefällt einem recht, Frau oder Mann. Und mit dem zieht man mit und geht heim in seine Stadt mit ihm. Und in der Stadt ist alles ein wenig komisch, weil das System, was die Stadt sich überlegt hat, ein bisschen anders ist. Zum Beispiel,
Die Stadt, in der der wohnt oder die wohnt, in der ist alles verboten. Alles verboten. Es wird alles überwacht, totale Kontrolle, überall Kameras, brauchst überall irgendwie einen Begleitschein, einen Ausweis, dass du irgendwas tun darfst. Alles wird kontrolliert, alles Rechnung, Zettel, musst alles registrieren. Das Geldsystem in der Stadt kehrt nicht einmal die Leute selber. Das müssen sie sich quasi extern anbieten, gegen eine Benutzungsgebühr. Alle nehmen sich gegenseitig was weg, fürchten sie voreinander. Und es stinkt. Es stinkt. Ja, kommt euch das bekannt vor? Fuck. Verstehst? Aus den Gedanken aus, was da die, wenn ich alleine war, alles war schön, alles war cool, ziehe ich in eine Stadt, in der ich eigentlich schon wohne, und komme drauf, irgendwas stimmt nicht. Das habe ich bisher akzeptiert, das ist normal, so ist es halt, ja, so tun wir halt. Irgendwann sind wir eh nicht mehr da, dann ist es eh wurscht. Was kann man tun, dass man das ändert? Dass man eine Stadt erzeugen, wo es nicht mehr stinkt, wo alle sich vertrauen gegenseitig, wo kein Mangel herrscht, weil wir uns das einfach lässig organisieren. Es ist ja nur eine Frage der Aufgabenstellung und der Intelligenz, wie es zugeht. Und dann darf man die Freiheit haben, die sie alle ersinnen. Freiheit. Und ich verwende da den türkischen Konjunktiv. Freiheit, die Alität. Was heißt das? Ich möchte einfach, dass ihr es merkt, deswegen komme ich über den türkischen Konjunktiv. Alität. Alität, was ist das? Das Wort haben wir auch nie gehört. Was ist Alität? Alität ist die Grundlage für alle diese und nur ganz viel mehr Worte. Alität. Realität, Neutralität, Normalität, Dualität. Ich sage das jetzt für die Okidokler, weil die können nicht lesen übers Radio. Dualität, Qualität, Formalität, Rivalität, Genialität. Was ist Alität? Realität ist einmal das Erste, was jeder kennt. Gell? Realität, das ist, was ist. Aber da muss man aufpassen. Realität heißt ja schon, Re, das bin ich. Da habe ich schon hingeschaut. Und ich interessiere mich für das, was ist, ohne dass ich hinschaue. Das, was erwartet, ohne dass ich da bin. Was für jeden von uns gleich ist, das ist Alität. Und wenn er hinschaut, dann wird es Realität. Und durch sein Fütter, durch das, was er ihm geprägt hat. Der eine sieht das, der andere sieht das. Das ist ja nicht mehr Alität. Das, was für alle normal ist, alle gleich ist, das ist Alität. Und um das geht's. Missy heißt's. Sprache ist für mich der Schlüssel, dass jeder verstehen kann, dass er eigentlich ein souveränes Lebewesen ist. Da gibt es kein Formular oder sonst irgendwas, sondern das passiert im eigenen Kopf. Aber da muss man zuerst einmal seine eigene Sprache verstehen. Man hat uns eine Sprache erklärt, die eindeutig funktioniert, von der wir aber nicht wissen, was sie tut, während es funktioniert. Wie es eigentlich wirkt, die ganzen Buchstaben, die Silben hintereinander und so, was da passiert in der Sprache. Und daher möchte ich euch da auf eine kleine Fährte locken. Einfach ein bisschen anteasen. Ein paar kennen das schon, aber ein paar noch nicht. Ich möchte euch jetzt angesagt austricksen. Es gibt im Deutschen verschiedene Endsilben, zum Beispiel Endsilbe. Ja. Sie müssen sie lassen im Frieden. Da, komm her, da. Ja. Hat ja nicht, da Platz, danke. Ja. Ist schon recht. Passt schon. Ja, das müssen Sie die zwei überlegen. Im Deutschen gibt es hinten so eine Einsilbe, die heißt all. All, so wie zum Beispiel bei den Worten normal, phänomenal, tangential, rektal, anal, nasal, lateral, regional, transversal, kriminal, kapital, lauter all. Und dann gibt es noch Worte, die hören auf mit Ismus. Zum Beispiel, fällt euch alle, genau, Katholizismus, Buddhismus,
Pointillismus, Nihilismus, Katechismus, Fabetismus, Kommunismus, Organismus, Kürbismus. Das ist ein kleiner Gag. Kürbismus. Was dann irgendwas machen, Kürbisten. Ja, aber das war nicht der Gag, das war nur so ein kleiner Zucker oben drauf. Stellt euch Folgendes vor, ihr nehmt euch so einen Zettel daheim, stellt euch aus einem Wörterbuch lauter solche Worte raus, so wie es da stehen, und tat es jetzt bei einer Podiumsdiskussion, tat es euch gescheit, und macht einfach so Kombinationen aus vorn und hinten. Zum Beispiel Formalzynismus oder Astralexorzismus oder Territorialimperialismus. Das klingt doch gescheit. Das klingt doch gescheit, auch wenn es vielleicht, wenn es gar nicht gibt, aber es klingt gescheit. Man könnte vielleicht ganze Doktorarbeiten drüber schreiben. Was ist zum Beispiel Transversalkapitalismus? Da horcht dann sicher einer eine Stunde zu und glaubt's. Das ist recht gescheit und lauter solche Kombinationen. Oder was ist zum Beispiel Rektalterrorismus? Ja. Das wäre super. Sie hat gesagt, wenn da einer gescheit am Arsch geht, dann so kann man das Rektalterrorismus nennen. Genau. Tut das weh oder so, weißt du? Oder anderes Beispiel für dieselbe Körperregion. Analphabetismus. Was macht Analphabetismus? Tut das weh? Was ist das? Und jetzt möchte ich kurz, dass jeder in dem Bild bleibt, was er zu dem Wort hat. Ist das unter, ist das schon ein wenig krass? Was? Ja. Habt ihr schon gesehen? Es heißt Analphabetismus. Da steht Analphabetismus. Jeder, der jetzt glaubt hat, er ist im Arsch, hat genau das da, was ich wollte. Ich wollte nämlich genau über diese Führung erzeugen, dass es ein Bild im Kopf gibt, das es gar nicht gibt. Es gibt keinen Analphabetismus. Ich weiß gar nicht, was Phabetismus heißen sollte. Aber man kann sowas glauben. Man kann sowas glauben, wenn man es nur über die richtige Rutschen kriegt. Das heißt, wenn ich jetzt lang genug über Analphabetisten rede, dann bekehre ich euch vielleicht. Wir müssen also unterscheiden, bitte, und um das geht's, ganz konkret, was ist echt und was ist nicht echt. Weil alles hat eine Bedeutung. Analphabetismus, das hat gleich eine Bedeutung im Kopf. Wir unterscheiden zwischen Sein oder Nichtsein, so wie Shakespeare. Illusion oder echt? Sittlich oder recht? Es reimt sich in die falsche Richtung leider. Mit Bildern kennt man sowas. Habt ihr es schon mal gesehen? Wer sieht eine junge Frau? Ja. Wer sieht die alte Frau? Seht ihr beides? Sehr gut. Oder sowas zum Beispiel. Ja. Leider ein wenig dunkel, gell, der Projektor. Seht ihr das? Da sind mehrere Ebenen drinnen sogar. Das sind nicht nur zwei Bedeutungen, sondern da kann man nur näher reinschauen und siehst du hinten nur eine Frau. Und oder das da ist auch ganz berühmt. So ein Perspektivenverdraht, was dich einfach austricksen lässt optisch. Mehrere Blickweisen, mehrere Bedeutungen im selben Bild. Wer die drei Bilder nicht verstanden hat, für den habe ich nur ganz was Einfaches, um klarzumachen, um was es mir geht. Sehr gut. Also es gibt verschiedene Ebenen, wo man was wahrnehmen kann. Verschiedene Perspektiven oder Blickrichtungen. Und jetzt kommen wir zur Frage System. Was ist das eigentlich? Was ist das System, das wir da kritisieren, was uns da segiert? Kann man das anrufen?
Wen rufe ich an, wenn ich das System anrufen will? Wer ist damit gemeint? Wie heißt das? Für mich ist es in letzter Konsequenz als System das Rechtssystem. Es ist nicht das Wirtschaftssystem, nicht das politische oder so. Es ist das Rechtssystem schlechthin. Warum, lese ich euch nachher gleich vor. Wenn wir das System anschauen, müssen wir uns trauen, das ganze Rechtssystem anschauen. Nicht da drinnen umeinander bohren, nicht irgendwelche Symptome, sondern ganz außer und uns alles anschauen. Und das ist halt leider mal das Rechtssystem. Angefangen hat es für uns so. Im Jahr 1811 hat ein gewisser Franz Zeiler das Allgemeine Bürgerliche Gesetzbuch geschrieben. Das ist halt so ziemlich die Grundlage für jedes bürgerliche Recht auf dem Planeten. Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch. 1811. Wer ist so alt? Maniolo, da war einmal dazwischen mindestens. Einmal durchtauchen, das gilt nicht. Fragt sich einfach, wieso das für uns gilt. Die haben mich gar nicht gekannt. Mich hat ja keiner gefragt, was ich für Gedanken hätte für ein gemeinsames System. Man sagt, wir sind da eingeboren und das ist halt so. Das andere Werk ist das Bundesgesetzblatt für die Republik Österreich, Bundesverfassungsgesetz aus dem Jahr 1920. Wer ist so alt? Auch nicht. Selbe Frage. Wieso gilt das für uns? Halt. Halt. Der Beamer ist weg. Schalt's noch mal bitte. Wieso geht der in Pause, wo es spannend wird? Ja, lass mich mal ein bisschen refreshen. Jetzt sage ich in der Zwischenzeit, was gekommen war. Ich hätte euch jetzt die zwei Bücher gezeigt. Genau die zwei Bücher waren jetzt gekommen. Das eine ist das Allgemeine Bürgerliche Gesetzbuch, Kodex Österreichisches Recht und das Bundesverfassungsgesetz. Und dazu braucht man unbedingt das Lösungsheft. Ohne Lösungsheft verstehst du es nicht. Was sagt der Maniolo? Sicherung durchbrennt. Ja, macht ja nichts. Macht ja nichts. Wir machen einfach im Trockenen weiter, das ist eh alles ganz, ganz easy, was da drauf stand jetzt. Was habt ihr im Kopf für ein Bild, wenn es heißt System? Ohne jetzt der Gedanke Rechtssystem, sondern wenn ich ein Kind erkläre, erkläre mir ein kleines Kind das Wort System. Was sagt man da? Wie beschreibst du ein kleines Kind das Wort System, ohne dass du das Wort System verwendest? Wie sag ich es? Mama, was ist dein... Nein, was ist dein System? Nein, überhaupt. Du kannst auch sagen, ich habe das nach einem gewissen System einsortiert. Oder ein Schema, wie was zusammenhängt zum Beispiel. Ganz, ganz neutral. Was ist ein System? Und der Hausverstand, wenn er auf Wikipedia nachschaut, dann steht auf Wikipedia, ich muss es da jetzt schnell wortwörtlich überlesen, System ist ein sinnvoll in sich gegliedertes, geordnetes Ganzes. So steht es auf Wikipedia, also wenn man im etymologischen Wörterbuch nachschaut, steht da ein in sich gegliedertes, geordnetes Ganzes. Wenn man allerdings jetzt im Lösungsheft nachschaut, jetzt schaut es aus, wie wenn er wieder kammert, gell? Wenn man im Lösungsheft nachschaut, was bedeutet System für einen Juristen? Weil um das geht es ja, wir haben ja mit dem Rechtssystem zu tun die ganze Zeit. Alles, was passiert, passiert auf einer Rechtsgrundlage. Oder alles, was nicht passieren darf, passiert deswegen nicht, weil es auf einer Rechtsgrundlage nicht passieren darf. Für einen Juristen bedeutet System das nicht. Searching for Source, das schaut gut aus. Schau her, da sind wir schon. Fast. Ja, jetzt ist er da. Schau dir an. Perfekt. Ein Jurist sagt, für System planmäßiges Gefüge einer Gedankenmehrheit. Das heißt systemjuristisch. Steht da drinnen. Planmäßiges Gefüge einer Gedankenmehrheit. Und das ist nicht dasselbe, oder? Da steht nämlich nicht sinnvoll. Zum Beispiel. Gedankenmehrheit. Die Frage ist, wer ist da die Gedankenmehrheit? Wer ist das? Wer fügt sie da? Was ist das für ein Gefüge? Wer fügt sie? Und wer macht den Plan? Nächstes Beispiel für verschiedene Bedeutungen, die man einfach berücksichtigen muss.
Ordnung. Was versteht jeder im Kopf von euch unter Ordnung? Wie erkläre ich das einem kleinen Kind? Ordnung. Aufgeräumt ist schön, genau. Der aufgeräumte, organisierte Zustand. So ist Ordnung. Im Internet zumindest, wenn du nachschaust. Der aufgeräumte, organisierte Zustand. Für einen Juristen heißt Ordnung der einleuchtend geregelte Zustand. Das heißt nicht aufgeräumt für einen Juristen. Das heißt nur einleuchtend geregelt. Und ich kann euch bestätigen, das ist wirklich alles sehr einleuchtend. Wenn man das liest, das ist wirklich einleuchtend. Das ist alles schlüssig. Passiert überhaupt sonst gar nichts. Das ist alles sehr einleuchtend. Aber ist leider nicht sinnvoll. Und daher muss man ganz genau unterscheiden zwischen Person und Mensch. Das ist die Botschaft von Freeman. Ich bin nicht meine Person, ich habe die nur. Und wollte es gar nicht. Ich habe gar nicht gewusst, dass ich das kriege. Jawohl. Die feiern schon. So geht das. Die wissen das schon. Person. Das möchte ich euch schnell vorlesen. Aus dem juristischen Wörterbuch. Person ist, wer Träger von Rechten und Pflichten sein kann. Punkt. Das ist eine Person. Person ist, wer Träger von Rechten und Pflichten sein kann. Also glauben Sie gut nur nicht, weil es hat noch keine Pflichten. Aber Rechte. Träger von Rechten und Pflichten sein kann. Und Pflicht, ja, das lässt sich definieren dann, nicht wahr? Aber nur, dass ihr wisst, das ist, da steht sonst gar nichts. Da steht nur, Person ist, wer Träger von Rechten und Pflichten sein kann. Und dann teilt sie sich auf zwei verschiedene Zweige. Das eine ist, natürliche Person ist der Mensch. Und zwar von der Vollendung seiner Geburt bis zu seinem Tod. Juristische Person ist die rechtlich geregelte soziale Organisation, da. Brauchen wir nicht. Das lebt nicht. Die natürliche Person ist der Mensch. Um das geht's. Aber das ist natürlich ein bisschen wenig, oder? Natürliche Person ist der Mensch. Jetzt müssen wir noch schauen, was ist ein Mensch? Genau. Mensch. Und man hält es nicht für möglich, es steht in einem juristischen Wörterbuch das Wort Mensch erklärt. Wo du dich zuerst fragst, wieso? Wieso muss. Das weiß doch jeder, oder? Aber lasst uns lesen, was Mensch auf juristisch heißt. Mensch ist das mit Verstand und Sprachvermögen begabte Lebewesen von seiner Geburt bis zu seinem Tod. Also, wenn man nicht reden kann, kein Mensch. Tja, da müsste man die Sprache definieren. Das fragen oft Leute. Wenn er leicht nicht reden kann, ist er dann kein Mensch, aber du konntest die Gebärdensprache lernen. Bist auch sprachbegabt. Und wenn er behindert ist und das nicht kann? Dann konnte er vielleicht mit den Augen blinzeln. Also ein Jurist wird dir das immer so auslegen, dass du sprachbegabt bist. Hundertprozentig. Weiter geht's mit, der Mensch steht im Mittelpunkt des von ihm gestalteten Rechts. Er hat bestimmte grundlegende Rechte gegenüber dem Staat. Das waren die drei Sätze, die einen Mensch definieren juristisch. Mit Verstand und Sprachvermögen begabtes Lebewesen. Er steht im Mittelpunkt des von ihm gestalteten Rechts. Er hat bestimmte grundlegende Rechte gegenüber dem Staat. Und der letzte Satz ist deswegen cool, weil in dem Satz steht drinnen, dass der Mensch nicht im Staat ist. Der Mensch hat gegenüber vom Staat Rechte und daher kann er nicht im Staat sein. Oder? Da muss man ein bisschen Idipfel reiten. Dazwischen lesen. Der Mensch ist nicht im Staat, weil er gegenüber vom Staat Rechte hat. Und außerdem steht da Verstand und Sprachvermögen. Da steht nichts von Rechnen, Lesen, Schreiben. Da steht auch nichts von Demonstrieren, nichts von Petitionen, nichts von Krieg, von Wöhnen, von Volksvertreter schicken oder sonst irgendwas. Da steht nur Verstand und Sprachvermögen begabte Lebewesen. Das ist ein kleiner Hinweis auf den Ausgang. Aber viel schöner noch, weil das sind nur drei Sätze, viel schöner noch findet man auch Seiten weiter, was ein Mensch ist. Und zwar unter Menschenwürde. Bei Menschenwürde steht nämlich, Menschenwürde ist der innere und zugleich soziale Wertanspruch, der dem Menschen um seinetwillen zukommt. Die Menschenwürde besteht darin, dass der Mensch als geistig-sittliches Wesen von Natur darauf angelegt ist, in Freiheit und Selbstbewusstsein sich selbst zu bestimmen und in der Umwelt auszuwirken. Schön, oder?
Die Menschenwürde ist unantastbar. Daraus folgt, dass einerseits die Würde des Menschen nach der Verfassung der höchste Wert und damit der Mittelpunkt des Wertesystems ist und andererseits der Staat ausschließlich um des Menschen willen da ist und Verletzungen der Menschenwürde verhindern muss. Juristisches Wörterbuch, nicht Astrid Lindgren oder so. Bitte? Ich habe den nicht verstanden, wie er das Mikrofon aufs Ohr druckt. Auf den wir vergessen, nein, der Trick ist in dem Satz versteckt, ich lese euch ja nur mal vor, da steht nämlich Analphabetismus. Da steht, die Menschenwürde ist unantastbar. Daraus folgt, dass einerseits die Würde des Menschen nach der Verfassung der höchste Wert und damit der Mittelpunkt des Wertes ist. Genau. Es steht alles da drin, aber man muss es nur richtig lesen. Da steht nach der Verfassung, was fragt es denn, verstehst? In der Verfassung geht das alles verloren und nach der Verfassung gibt es nicht. Aber in Deutschland haben wir überhaupt keine Verfassung. Ja, ja, aber es wird so genannt. In Österreich haben wir auch keine Verfassung. Es gibt keine Verfassung. Es gibt nur ein Bundesverfassungsgesetz. Und ihr habt ein Grundgesetz. Aber es sind ja keine Verfassungen. Ja. Auf jeden Fall, die Definition ist super. Eine juristische Definition vom Mensch, wo steht, der Mensch ist von Natur darauf angelegt, dass er in Freiheit und Selbstbewusstsein sich selber bestimmt und in der Umwelt auswirkt. Was heißt geistig-sittliches Wesen? Das ist die Frage. Geistig-sittlich. Weil das ist ja da gestanden. Der Mensch als geistig-sittliches Wesen ist von Natur auf das und das angelegt. Jetzt lese ich euch die Sittlichkeit vor. Sittlichkeit in Klammer Moral. Sittlichkeit ist die Gesamtheit der inneren, auf die Gesinnung bezogenen Verhaltensnormen. Sittliches Verhalten ist das auf das Gute um seiner selbst willen gerichtete Verhalten. Die Ausrichtung am Gewissen und am Guten unterscheidet die Sittlichkeit vom Recht. Boah! Habt ihr es verstanden, Gott? Ja, gern. Sittliches Verhalten ist das auf das Gute um seiner selbst willen gerichtete Verhalten. Die Ausrichtung am Gewissen und am Guten unterscheidet die Sittlichkeit vom Recht. Das ist heavy, oder? Ja. Dass die Sittlichkeit was anderes ist als Recht. Genau. Und dass der Unterschied genau darin liegt, dass man sie am Guten und am Gewissen ausrichtet oder nicht. Und das ist heftig. Wenn ich mich vorher mal gerade gelesen, dass der Mensch als geistig-sittliches Wesen, und da steht gerade, Sittlichkeit ist im Gegensatz zum Recht am Guten orientiert, dann konnte ich jetzt aufhören, weil dann versteht jeder, warum ich aufs Rechtssystem verzichtet habe. Weil man im Rechtssystem genau das nicht finden kann, was wir alle wollen. Nämlich, dass wir uns ums Gute kümmern, ums Gewissenhafte. Ein Rechtsanwalt kann niemals sagen, er hat was nach bestem Wissen und Gewissen gemacht. Das geht nicht, weil Best ist eine Steigerung von Gut. Und da steht Gut und Gewissen unterscheidet die Sittlichkeit vom Recht, die Ausrichtung am Gewissen und Guten. Es geht nur weiter kurz. In Konfliktlagen zwischen Recht und Sittlichkeit verlangt das Recht grundsätzlich Rechtsgehorsam. Berücksichtigt aber vielfach die Anforderungen der Sittlichkeit durch Milderung der Rechtsfolge des Rechtsbruchs. Im engeren Sinn ist Sittlichkeit die geschlechtliche Moral. Porno, Schublade, zu, nicht mehr reingeschaut. Wenn normal was zuerst Unsittlichkeit oder Sittlichkeitsdelikt, dann bist du gleich im Sex. Du denkst nicht an gut und gewissenhaft. Ist das S-Punkt die Abkürzung von mir oder steht das da so ab? Das steht da so drinnen. Okay. Das habe ich mir da so abgeschaut. Dass man es nicht irgendwie extra schreiben muss. Du hast eine Frage gehabt? Dann hast du ihn nur im Kopf gekratzt. Aber ist das nicht heftig? Da steht, die Ausrichtung am Gewissen und am Guten unterscheidet die Sittlichkeit vom Recht. So. Wir haben vorher gelesen, dass die natürliche Person der Mensch ist. Person ist, wer Träger von Rechten und Pflichten sein kann. Die natürliche Person ist der Mensch von der Vollendung der Geburt bis zum Tod. Wenn ich jetzt hergehe und sage, ich bin keine Person, ich bin ein Mensch. Ich sage, ich bin ein Mensch. Dann hört das System Mensch und sagt, Person ist der Mensch. Passt, Person. Und zwar deswegen,
Im Paragraph 16 ABGB steht drinnen, jeder Mensch hat angeborene Rechte und ist genau deswegen als Person zu betrachten. Da steht nicht, dass der Mensch eine Person ist. Drüben ist gestanden, dass die Person ein Mensch ist. Aber da steht jetzt, dass der Mensch als Person betrachtet wird. Das sind zwei verschiedene Blickrichtungen. Der Mensch wird als Person betrachtet, als natürliche Person. Und ausschließlich den Menschen darf man als natürliche Person betrachten. Es hat voriges Jahr in New York einen Fall gegeben, da hätte man für ein paar Schimpansen natürliche Personenstatus erlangen wollen. Habt ihr das mitgekriegt? Also das ist jetzt gerade so an der Kippe, dass auch Schimpansen bald natürliche Personen sein dürfen. Dann darf das da nicht mehr drinstehen, natürliche Person ist der Mensch. Da müssen drinstehen, natürliche Person ist der Mensch und ein paar Affen. Genau. Da steht auf jeden Fall, im Paragraph 16 steht, dass der Mensch als Person betrachtet wird. Stellt sich die Frage, was passiert, oder ja, als was kann man sich gegenseitig betrachten? Betrachtet mich als das, was wollt. Jeder darf sagen, was er tut. Jeder kann mir als was betrachten, was ihm einfällt. Gummibärchen sind erlaubt, alles Mögliche. Ich mache das mit euch und wir erzählen uns gegenseitig, als was wir uns betrachten. Die Frage ist, sind wir das dann oder sind wir nur Betrachtungen? Das macht uns noch lange zu gar nichts, wenn uns wer als was betrachtet. Die Rechte, ich bin jetzt ans Zweite gesprungen, da steht noch der zweite Satz. Sklaverei und Leibeigenschaft sowie die Ausübung einer sich darauf beziehenden Macht wird in diesen Ländern nicht gestattet. Das ist eigentlich eine Provokation, wenn man ausschaut und erlebt, was da ist. Mit dem Systemdruck, der immer heftiger wird. Das ist ja eigentlich schon Sklaverei oder Leibeigenschaft. Wenn irgendeiner kommen kann und sagen, ich muss was zahlen, was ich nicht habe, und ich muss rennen gehen, dass ich es habe, dass er mich nicht einsperrt, dann muss ich fragen, ja, wem gehöre ich leicht? Wieso kann man mich einsperren, wenn ich nur ein Geld nicht habe? Weil irgendeiner eine Gebühr verlangt hat, die ich nicht habe. Sklaverei und Leibeigenschaft sind de facto, de jure, verboten in dem Land. Ist ja mal eine gute Sicherheit, wenn man das weiß. Aber viel ärger ist es, dass man in dem Satz eins nicht rausliest. Das ist nicht wirklich ein Analphabetismus, aber sowas Ähnliches. Und zwar deswegen, da steht, Leibeigenschaft und Sklaverei sind nicht gestattet. Und die eigentliche Provokation liegt darin, dass man mit dem Satz akzeptiert, dass man Sklaverei und Leibeigenschaft gestatten kann. Wer kann das gestatten leicht? Das ist, man liest das nicht aus, aber jetzt, wo man sagt, gell, denkst du, ah ja, Sauerei. Wie können die das da einschreiben? Wie kann man sagen, wir gestatten Sklaverei nicht? Das obliegt denen gar nicht. Man kann es weder gestatten oder erlauben oder nicht erlauben, weil das nicht in der Hand von irgendwem liegt, Sklaverei zu betreiben. Sklaverei an sich ist schon ein Verbrechen. Daher kann man es auch nicht gestatten oder verbieten. Da liest man einfach drüber und denkt sich mal zum Glück. Nicht erlaubt. Puh. Genau. Nächster Punkt war der Paragraph 28. Diese Rechte, die da oben stehen, in Paragraph 16, jeder Mensch hat angeborene Rechte und wird genau deswegen als Person betrachtet, dann würde ich gerne wissen, was sind das für Rechte, die angeborenen Rechte? Was glaubt ihr, was angeborene Rechte sind? Du denkst normal an das, ja, was ich halt von meiner Mama schon habe, ne, angeboren halt. Aber das Wort heißt nicht angeboren, das heißt angeboren. Und da steht angeboren, das ist original so geschrieben, angeboren. Und eine Seite später, da in dem ABGB, Paragraph 16, Paragraph 28, Paragraph 16, jeder Mensch hat angeborene Rechte, genau. Und im Artikel 23 steht zum Beispiel, in zweifelhaftem Falle, ob ein Kind lebendig oder tot geboren worden sei. Da steht geboren, im selben Werk, auf derselben Seite, aus demselben Jahr geschrieben, 1811. Da kann keiner sagen, das war damals die Schreibweise von dem Wort, angeboren. Das hat man halt so geschrieben, weil die haben auch nicht gewusst, wie es geht. Angeboren. Das ist ein eigenes Wort. Angeboren ist was anderes wie angeboren. Die angeborenen Rechte, das sind die, die wir alle glauben. Von der Mama, die ist, dass uns nicht was darf. Aber die angeborenen, das sind diese Rechte, die da geschrieben sind, die ich mit der Geburtsurkunde gekriegt habe. Die bürgerlichen Rechte. Dieser Genuss, der da erwähnt ist, der volle Genuss steht drinnen. Den vollen Genuss der bürgerlichen Rechte, den kriegt man mit der Staatsbürgerschaft. Diese Rechte da, die sind der Genuss. Wie kommt man zur Staatsbürgerschaft? Staatsbürgerschaft, die kann man sich kaufen. Oder?
Durch die Geburt. Die ist da mit inbegriffen. Das heißt, wir kriegen die Staatsbürgerschaft in Österreich, kriegst du die mit der Geburt geschenkt. Hat uns keiner gefragt, ob wir diese Rechte genießen wollen. Und man hat uns von klein auf erzählt, ja, das ist halt so. So ist es halt, sei froh, dass du da geboren bist, in Afrika verhungern die Kinder. Oder so. Wir haben das selber geglaubt, wow, zum Glück da und so. Aber jetzt nur ein kleiner Beweis, dass jeder nur ein bisschen, wie soll ich denn sagen, selber im Hirnschmalz ein wenig operieren darf, weil wir wollen das Hirn panieren. Staatsvolk. Steht auch da drinnen. Was ist ein Staatsvolk? Wisst ihr, das sind die Leute, die wollen gehen. Und das Staatsvolk, das ist so definiert, dass da steht, Staatsvolk ist die Gesamtheit der Menschen, die sich auf dem Gebiet eines bestimmten Staates befinden und die allein schon infolge dieser Tatsache dessen Staatsgewalt unterstehen. Das Staatsvolk ist das personale Element des Staates. Von ihm geht im demokratischen Staat alle Gewalt aus. Leider nicht. Doch. Die Pointe wird dich erheitern. Hoffentlich. Ich werde es alle nur über euch selber lachen nachher. Ja, das Staatsvolk ist das personale Element und genau so ist es. Deswegen haben sie alle einen Personalausweis und so weiter. Davon reden wir ja. Die Person ist das Personal. Der Mensch ist der Souverän. Und dummerweise meistens in derselben Gestalt. Und das geht auftrennt im Hirn, dass das zwei verschiedene Sachen sind. In dem Satz da, also im ersten Satz, Staatsvolk ist die Gesamtheit der Menschen, die sich auf dem Gebiet inzwischen waren, da steht drinnen, dass das Staatsgebiet nichts Geografisches sein kann. Schaut einmal bitte und findet es. Weil der Satz stimmt. Der Satz stimmt. Und wenn das so stimmt, dann kann das Staatsgebiet nichts Geografisches sein. Wenn nämlich die Gesamtheit der Menschen auf dem Staatsgebiet, ich meine, das sind alle Touristen, alle Japaner in Schönbrunn gerade, die dürfen gerade wählen gehen. Das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Ja, aber sogar ohne Asylantrag. Die dürfen mit dem Fotoapparat einfach weitergehen und dürfen trotzdem nicht wählen gehen. Also, kann das Staatsgebiet nichts Geografisches sein. Das kann nur irgendwas im Hirn sein. Irgendein fiktives Verwaltungsgebiet, was wir glauben. Und jetzt sind wir zum Beispiel beim Wetter in den Nachrichten. Jeden Tag auf die Nacht, wenn du die Nachrichten siehst, siehst du, was Österreich ist. Und da kriegst du das einbrennt, dass du glaubst, dass das Staatsgebiet das Schnitzel ist, was da liegt. Aber das sind zwei komplett verschiedene Sachen. Das eine ist eine Verwaltungsgrenze, örtlich, und das andere ist das Staatsgebiet. Ich bin nicht am Staatsgebiet der Republik Österreich, jetzt gerade. Ich bin über Österreich. Ich bin nicht aus Oberösterreich, ich bin aus Überösterreich. Staatsgebiet ist nichts Geografisches. Wenn man jetzt nachschaut, was ist ein Staatsgebiet, kann man ja auch nachschauen, das ist ja definiert. Bitte? Du wirst ja nicht mehr fertig. Mit was? Ja, mit dem Nachschauen. Das ist ja das. Das ist ja das. Das, das ist das Lösungsheft. Wer das Spiel verstehen will, der braucht sich nur das durchlesen, die ganze Zeit quer. Und versteht, wie das Spiel Mensch ärgere dich funktioniert. Da ist immer alles gegen, und wenn du das nicht weißt, dann schaust du da hin, aha, was ist ein Beamter leicht, aha. Und dann Bestechung, Amtsträger, kann man bei Amtsträger noch. So geht es da die ganze Zeit dahin. Bitte kauft euch ein juristisches Wörterbuch. Sehr heitert. Man kann zum Beispiel jetzt nachschauen, was ist, weil ich sage, das Staatsgebiet kann nichts Geografisches sein. Wie ist Staatsgebiet definiert? Staatsgebiet ist definiert mit der einem Staat zugehörige bestimmte Teil der Erdoberfläche. Da kommt ein Gummi da stehen oder Latex. Latex. Das ist total Gummi, was da steht. Das heißt gar nichts. Der einem Staat zugehörige bestimmte Teil der Erdoberfläche, dann ist die Frage, ja, wie geht denn das leicht? Genau, wann ist denn leicht ein Staat, ein Teil einem Staat zugehörig, wie geht denn das? Das steht da nicht. Wie wird der Teil der Erdoberfläche einem Staat zugehörig? Ich sage, das macht unser Ausweis. Wenn ich einen Ausweis in der Hand habe, einen Reisepass zum Beispiel, Österreich, und ich stehe in Griechenland am Strand, dann kann ich mit dem Ausweis mich selber ausweisen. Ausweisen. Aus seinem Gebiet in mein Gebiet. In mein Staatsgebiet habe ich mich dann ausgewiesen. Und er ist nicht mehr zuständig. Oder halt noch die Verträge, die es gibt, ein bisschen. Er sollte eigentlich Wegweis hassen. Oder nicht Ausweis.
dass man ihn wegweist, nicht uns selber wo ausweisen. Genau. Und jetzt gehen wir einfach ganz schnell in eine lässige Pause. Das ist die Pausefolie, die erinnert mich an die Pause. Mit dem Gedanken, das muss jetzt nämlich ein bisschen sickern, dass jeder bzw. jedin Free Man bzw. Free Woman ist, von Haus aus. Da braucht man nichts. Da braucht man nichts ausfüllen, da braucht man keinen Brief schreiben. Ich erzähle euch nachher eh, was ich geschrieben habe und wieso und warum. Aber prinzipiell könnt ihr jetzt aus der Pause, wenn ihr jetzt auch schon heimgehen und sagen, ich bin Free Man, das habe ich gar nicht gewusst, brauche ich keine Steuern mehr zahlen. Aber im Herzen müsst ihr bitte akzeptieren, dass jeder von euch souverän ist, dass jeder von euch den freien Willen hat und dass keiner von euch eine Vereinbarung hat mit dem Genuss von irgendwelchen bürgerlichen Rechten. Das hat man euch einfach drüber gehabt. Und man hat euch in der Schule erzählt, so ist es halt. Und in Wahrheit muss man sagen, nein, so ist es nicht. Ich habe letztens zu einem Polizisten gesagt, die bei mir waren wegen einem Meldegesetz, habe ich gesagt, er soll ja nicht sagen, das ist halt so. Hat er gesagt, aber so ist es. Und ich habe dann gesagt zu ihm, er soll mich nicht anlieren. Das ist eine Lüge, habe ich gesagt. Und der Kollege hat gesagt, was haben Sie gesagt, eine Lüge? Sagen Sie es nur einmal. Ich habe gesagt, ja, ich sage es nur einmal. Ich darf es aber nicht sagen. Ich habe gesagt, das ist eine Lüge. Ich unterschreibe das, Kamera aus, her mit den Dings, mit den Zeugen, das ist eine Lüge. Und zwar deswegen, weil er kann nicht sagen, das ist halt so, wenn man sagen muss, nein, das gilt halt so. Das gilt halt so, weil die Gesetze gelten alle. Das ist nur, das gilt nur. Und da kann man wirklich sagen, es gilt nur. Alles, was im Dritten Reich passiert ist, hat auch nur gelten. Es war alles legal, es ist alles irgendwo gestanden. Das gilt nur, das ist nicht so, das gilt nur. Und wenn was gilt, dann ist es der Beweis dafür, dass es nicht ist. Weil sonst braucht es ja nicht gelten, wenn es war. Oder? Genau. Gehen wir schnell in eine Pause, oder? Viertelstunde, 20 Minuten Pause. Die Bücher da hinten, das habe ich eh vorher erklärt. Ihr seid alle souverän. Danke, bis später. Ja, grüß euch nach der Pause. Ich hoffe, sie war schön für euch. Für mich war es auch schön. Ich fange jetzt nicht kurz nur mit alles zusammen, weil sonst dauert es wieder so lang. Wir machen einfach da weiter, wovor die Pause angefangen hat. Ich muss jetzt Hochdeutsch sprechen, hat Oki Talk gesagt, gell Klaus? Stört sich, wenn ich Hochdeutsch weiterrede? Ja, zumindest haben sich da einige beschwert. Ja, ich soll ein bisschen Hochdeutscher sprechen hier. Dann machen wir das mal. Ja, das können wir ja tun. Untertitel. Ich möchte gerne mit euch einen Perspektivensprung im Hirn hinkriegen. Es geht ums Bundesverfassungsgesetz. Bundesverfassungsgesetz vom 1. Oktober 1920. Achtung bitte. Genau. Bundesgesetz von 1920. Da steht drinnen, dass die Republik Österreich als Bundesstaat eingerichtet wird. Und Einrichtung ist was anderes wie Gründung oder Ausrufung. Fragt sich einfach, wer hat Österreich eingerichtet? IKEA? Österreich ist auf jeden Fall nicht ausgerufen worden oder gegründet worden. Es ist eingerichtet worden, juristisch. Und dann steht da, der erste Artikel heißt gleich, Österreich ist eine demokratische Republik, ihr Recht geht vom Volk aus. Was heißt das? Was bedeutet das? Da würde jetzt jeder verstehen, so wie vorher bei System oder Ordnung, bei diesen Gegenüberlegungen von den zwei Bedeutungsmöglichkeiten, dass man da glaubt, wenn man das liest, dass das Recht vorher beim Volk war. Oder? Wenn es heißt, das Recht geht vom Volk aus, dann heißt es, das war vorher beim Volk. Zumindest in euch am Kopf, oder? Ja, es ist zumindest offenbar nicht mehr zurückgekommen, wenn es weggegangen ist. Aber ich möchte euch auf einen fatalen Analphabetismus hinweisen, deswegen habe ich das vorher gemacht. Da drin ist ein ganz gemeiner Analphabetismus versteckt. Es gibt da nur eine zweite Bedeutung von ich gehe von was aus.
Genau, da haben wir es wieder. Österreich ist als Rechtsstaat eingerichtet worden. Nicht als Nationalstaat, nicht als Volksstaat. Österreich ist eingerichtet worden, indem man zum Beispiel im Artikel 3 vom Bundesverfassungsgesetz 47, im Artikel 3 zum Beispiel steht, das Bundesgebiet umfasst die Gebiete der Bundesländer. Damit wäre jetzt, wenn man so will, das Staatsgebiet definiert. Wir brauchen für einen Staat drei Sachen, wenn wir ihn einrichten wollen, juristisch. Wir brauchen ein Staatsvolk, wir brauchen eine Staatsgewalt und wir brauchen ein Staatsgebiet. Die drei Sachen braucht man für einen Staat. Und sie haben das Staatsgebiet, haben sie eindeutig definiert, weil da hinten steht irgendwo die Staatsgewalt. Aber es steht im Artikel 6 zum Beispiel, für die Republik Österreich besteht eine einheitliche Staatsbürgerschaft. Aha. Jene Staatsbürger, die in einem... Und auf einmal geht es um Staatsbürger und keiner weiß, wer das eigentlich ist. Bis jetzt ist nirgends, Artikel 1 bis 6, nirgends das Volk definiert worden. So, es ist das Bundesgebiet definiert, es ist irgendwo die Stadt, es ist kein Volk definiert. Ich möchte darauf hinweisen, dass der Satz, Österreich ist eine demokratische Republik, ihr Recht geht vom Volk aus, so zu verstehen ist, dass Österreich kein Volk hat. Auf Hochdeutsch, Österreich hat kein Volk. Auf Hochdeutsch muss man sagen, Deutschland hat kein Volk. Es ist für Deutschland genau das gleiche wie für Österreich. In Deutschland heißt es, alle Macht geht vom Volk aus. Warum? Weil es keins gibt. Und wenn in Österreich das Recht vom Volk ausgeht, deswegen, weil es keins gibt. Es gibt kein Volk. Deswegen muss man ja davon ausgehen. Versteht ihr die zweite Bedeutung von dem Satz, das Recht geht vom Volk nur aus? So wie ich von einem schönen Wetter ausgehe jeden Tag. Es gibt kein Volk. Man hat euch eingeredet, dass ihr das Volk seid. Aber ich kann mich nicht erinnern, dass ihr als Volk auf die Welt gekommen wart. Ich bin ganz alleine aus meiner Mama rausgeschlupft. Und da bin ich. Volk? Was ist das? Volk ist eigentlich der Anfang von der Trennung. Weil da muss ich eine Grenze errichten, weil da sind die anderen, die nicht zu meinem Volk gehören. Lasst uns einfach einmal die Idee erlauben, dass wir vielleicht gar kein Volk brauchen. Dass jeder souverän ohne Grenzen auf dem ganzen Planeten daheim war. Volk. Die Republik Österreich hat Gesundheit, hat kein Volk und muss daher, das Rechtssystem muss daher vom Volk ausgehen. Wir unterscheiden zwischen zwei verschiedenen Sachen. Wir unterscheiden auf der einen Seite zwischen Seerecht und auf der anderen Seite zwischen Landrecht. Wir unterscheiden zwischen Geben und Nehmen und wir unterscheiden zwischen Geben und Empfangen. Wir entscheiden da herüben das fiktive, positive Recht und da drüben haben wir das Landrecht. Landrecht, das steht nirgends, Naturrecht, da konnte man auch sagen Hausverstand. Das eine Spiel heißt, Mensch, ärgere dich. Und das andere Spiel heißt, du bist frei. Man konnte sagen, Österreich hat frei. Statt Österreich ist frei. Österreich hat frei! Aber nur am Feiertag. Aber nur am Feiertag. Im Seerecht haben wir die Personalbetrachtung. Da, wo der Mensch als Person betrachtet wird. Und im Landrecht ist er souverän. Und ich kann euch das quasi mit dem Hausverstand beweisen, dass, wenn ich sage, Österreich hat kein Volk, dass das Rechtssystem nur vom Volk ausgeht, in der Hoffnung, dass ein Volk kommt und sich meldet und dann natürlich alle diese Statuten einhalten muss als Personal. Das ist ganz einfach. Das kann dann wirklich der normale Hausverstand klar machen. Das steht da jetzt nicht drauf. Denkt einmal nach, wer im Volk, also in alle anderen, die man halt so kennt, wer im Volk hat das Recht, dass er uns was wegnimmt. Gibt es wen, der uns was wegnehmen darf? Darf ich? Naja, das sagen die, davon rede ich ja. Aber gibt es wen unter uns, ebenbürtigen, normalen Leuten, irgendwen, der dem anderen was wegnehmen darf, von Haus aus?
Ja, ich darf euch nichts wegnehmen, genauso wenig wie ihr mir was wegnehmen dürft. Dann werden wir streitert. Und das will ja keiner. Wenn jetzt die Staatsgewalt behauptet, das Volk wäre die Quelle der Macht, dann hätte ja irgendwer im Volk das Recht haben müssen, dass er es wem geben kann. Und die Staatsgewalt exekutiert eindeutig Recht, wo man uns was wegnimmt. Und man kann sehr viel mehr wegnehmen als nur Besitz. Man kann auch Freiheit, Würde, Souveränität, Meinung, das kann ich alles wegnehmen. Und das darf man nicht. Ist nicht erlaubt. Nicht an Land. Auf hoher See ist das erlaubt. Das braucht man sich nur ausmachen. Seerecht ist ein fiktives Recht, das gibt es für Landlebewesen nicht. Niemand hat das Recht im Volk, dass er uns was wegnimmt. Daher kann er es auch nirgend delegiert haben. Die Staatsgewalt kann nicht vom Volk kommen, weil im Volk das Recht nie da war. Niemand im Volk hat das Recht gehabt, dass er es delegieren hätte können. Und das versteht wohl jeder. Also wenn das Finanzamt kommt und sagt, wir müssen Steuern zahlen, dann muss man sagen, wo steht das? Artikel 1 Einkommensteuergesetz heißt, einkommensteuerpflichtig sind ausschließlich natürliche Personen. Nicht der Mensch. Der Mensch ist niemals steuerpflichtig. Die Person ist steuerpflichtig. Und der Mensch wird aber als Person betrachtet. Weil nirgends steht das mit dem geistigen, sittlichen Wesen. Der Mensch wird immer als Person betrachtet. Und jetzt kommt was Neues. Wenn zum Beispiel der Mensch, so wie ich, hergeht zum System und sagt, liebes System, ich kann nicht mehr, ich verzichte auf die. Ich verzichte auf sämtliche Rechte. Danke. Was ist dann? Mir hat ein Jurist vom Finanzamt mitgeteilt, dass das nicht geht, weil es ist im österreichischen Recht nicht vorgesehen, dass man darauf verzichtet. So ähnlich habe ich auch gelacht. Und ich habe dann gesagt zu ihm, schön, dass Sie das sagen, weil das ist der Beweis dafür, dass es geht. Also wenn es nicht vorgesehen ist, heißt es geht. Nee, das geht nicht. Dann müsste er sagen, habe ich gesagt, das gibt's nicht, hätte er sagen müssen. Das gibt's nicht, dann stimmt's. Aber er kann nicht sagen, es geht nicht, ich tue es ja. Das gibt's nicht, dann stimmt's, weil er es nirgends finden kann. Er kann nicht nachschauen, wenn man auf das Recht verzichtet, was ist dann? Steht nirgends. Das heißt auf Deutsch, das, was wir machen, ist nicht einmal illegal. Das ist nicht einmal illegal, das steht nirgends. Wir sind da vorher gestolpert über diese Sittlichkeit, wo steht in Konfliktlagen zwischen Recht und Sittlichkeit. Gell? In Konfliktlagen zwischen Recht und Sittlichkeit verlangt das Recht grundsätzlich Rechtsgehorsam, berücksichtigt aber vielfach die Anforderungen der Sittlichkeit durch Milderung der Rechtsfolge des Rechtsbruchs. Das gibt es bei mir gar nicht. Es gibt keinen Rechtsbruch. Das steht nirgends. Also wir verletzen auch keine Rechte, indem wir darauf verzichten. Das möchte ich einfach damit sagen. Das ist nicht gefährlich. Es ist nur ein kaltes Wasser, wo man reinspringt, weil eben keiner weiß, was dann passiert. Aber in der Sittlichkeit ist eigentlich nicht viel Gefahr, wenn man es gut meint, das Gute um seiner selbst willen. Außerdem stimmt es gar nicht, was er gesagt hat, weil ich kann sehr wohl aufs Recht verzichten. Ich kann zum Beispiel auf mein Erbe verzichten. Ich kann auch zum Beispiel aufs Wahlrecht verzichten. Das haben jetzt hoffentlich ganz viel da mit der EU-Wahl. Mit der EU-Wahl. Ich erinnere mich daran, dass ich Hochdeutsch sprechen soll. Entschuldigung, Okitok. Ich bin so geschert. Die Oberösterreicher sind so geschoren. Hast, oder? Dass wir den Bauer in uns vergessen, die ganze Zeit. Es tut uns eh leid. wir können auch auf den Vorrang verzichten. Also man kann sehr wohl auf sehr viele Rechte verzichten. Es ist halt nur nicht vorgesehen, dass man auf alle gleichzeitig verzichtet. Okay, aber wieso nicht? Wir verzichten aufs komplette Rechtssystem. Und zwar auf das komplette positive Recht. Wer weiß aber nicht, was positives Recht bedeutet? Weil es hört sich so noch gut an, ne? Positives Recht, das ist gutes Recht. Positiv bedeutet in dem Sinn nicht gut, sondern bedeutet aus dem Lateinischen außer, so wie es geschrieben steht, so ist es. Beziehungsweise so wirkt es, müsste man besser sagen, nicht so ist es, so gilt es, so wirkt es. So wie es geschrieben, gesetzt ist, gesetztes Recht, so wirkt es. Positum if, positiv, gesetzt wirksam. Deswegen bedeutet auch positiv gut.
Also es bedeutet deswegen gut, weil es bedeutet, so wie man es wollen hat, ist es worden. Positiv, gesetzt wirksam. Deswegen bedeutet positiv gut. Es hat nichts mit gut zu tun im eigentlichen Sinn. Es ist nur THC positiv zum Beispiel. Es kommt davon, für wen. Genau. Daher die Einladung, dass man, wenn man aufs komplette Rechtssystem verzichtet, ein Spiel, das bedeutet, Mensch, ärgere dich. Das erleben wir die ganze Zeit. Man konnte das Spiel nennen, jeder gegen jeden. Sogar in der Familie. Jeder gegen jeden braucht Geld, Zinsen. Damit er irgendwelche Zinsen bedienen kann, die in der Geldmenge nicht enthalten sind. Urproblem, würde ich mal sagen. Die Hauptursache für das alles, was wir da tun. Dass wir versuchen, uns zu lösen von dem Ganzen. Weil uns die Zinsen auffressen. Sonst konnte man das irgendwie vielleicht nur regeln. Aber wir erleben gerade einen Durchgang von einem System, vom Rechtssystem, wo alles verboten ist. So wie, das sage ich auch wieder dazu, zum Beispiel in Österreich Autofahren verboten ist. Das wisst ihr alle, dass in Österreich Autofahren verboten ist. Außer man darf es. Das ist immer die Dings. Außer du hast einen Zettel, wo draufsteht, du darfst es. Aber es ist prinzipiell verboten. Im Rechtssystem ist quasi alles verboten, außer man darf es. Und in unserem System, wenn man so will, im Sittlichkeitssystem, ist alles erlaubt, außer man darf es nicht. Und es ist genau die andere Seite. Das ist ein Nulldurchgang, wo jeder durchgehen muss. Zwischen es ist alles verboten, außer ich darf es, zu es ist alles erlaubt, außer ich darf es nicht. Das kann man da herüben nicht reparieren. Das Rechtssystem, jetzt ist die Pointe da verloren gegangen. Das Ziel von dem Spiel war, der am Schluss am meisten hat, hat gewonnen. Das ist das Ziel vom Rechtssystemspiel. Jeder gegen jeden, Planet Erde, Mensch, jeder gegen jeden, Mensch, ärgere dich. Wer am Schluss am meisten hat, gewinnt. So kommt man es ganz kurz erklären für Außerirdische. Genau. Das sind die eh von Haus aus, die Deutschen. Schaffe, schaffe, Häusle baue. Ja? Und wer am Schluss am meisten hat, hat gewonnen. Ja, das sind ja. Österreicher haben mehr Eigenheit wie die Deutschen. Wirklich? Yeah. Ihr erinnert nur einmal jetzt an die Definition von Sittlichkeit, damit sich das jeder nur einmal durchsickern lassen kann. Sittlichkeit, das war die Gesamtheit der auf die Gesinnung bezogenen Verhaltensnormen. Und die Ausrichtung am Gewissen und am Guten unterscheidet die Sittlichkeit vom Recht. Ich möchte gerne ein Sittlichkeitssystem anregen, ohne großartige Regeln, aber mit so einem Grundtenor. Der Grundtenor sollte sein, dass jeder Mensch, deswegen, weil er geboren wird, nicht eine Betrachtung zur Verfügung gestellt kriegt, eine Person, sondern er kriegt ein System, eine Struktur zur Verfügung gestellt, die ihn optimal dabei unterstützt, dass er sich selber den Weg zum Glück findet. Jeder, wie er mag. Und zwar nicht so, dass er über alle anderen drüber fahren kann, weil er weiß ja im Sittlichkeitssystem, dass er sich dem Guten und dem Gewissen ausrichtet. Er will ja keinen Schaden anrichten. Meine Grenze für mich ist ja gleichzeitig meine Grenze für die. Dass ich nicht über das, was ich nicht gestatte, mich bei dir hinwegsetze. Dass ich nicht das tun will, was ich nicht will. Das war das Schönere. Nicht, dass man tun und lassen kann, was man will, sondern dass man nicht tun braucht, was man nicht will. Das war die schönere Definition von Freiheit für mich. Ein System, wo alles bezahlt ist. Von Haus aus. Warum nicht? Warum soll man uns das nicht so organisieren, dass wir sagen, nur als Beispiel, Gedanke, wenn die Natur es schafft, dass man einmal im Frühling alles auf Null setzt und Ostern alles neu zum Wachsen und Blühen anfangen darf, dann sollte man eigentlich unsere Konten einmal im Jahr auf Null setzen. So wie die Natur das macht. Alle Schulden einmal im Jahr auf Null. Wieso nicht? Und jeder kriegt zu Ostern 100.000 aufs Konto. Und er kann dann machen, was er letztes Jahr nicht geschafft hat. Aber er kriegt einen neuen Anlauf, einen neuen Versuch, jedes Jahr neu. Und wenn ich noch nicht 18 bin, dann habe ich es trotzdem gekriegt, jedes Jahr. Und ich fange mit 18 mit 1,8 Millionen an oder so. Wieso nicht? Das braucht man sich nur anders einteilen. Mit einem anderen Geldsystem, eigene Geldschöpfung, die Monetative, die haben wir heute noch gar nicht gehört.
Wir haben die Legislative, die Exekutive, die Judikative, aber wir haben keine Monetative mehr in dem Land. Die geldgebende Gewalt, das ist die EZB heute. Wem gehört die EZB? Wer weiß das? Die EZB ist ein Stück weit jetzt die großen Bankhäuser. Bank, privat. Privatbank. Rothschild, Rockefeller und Konsorten, ja. Kennt ihr diese Leute? Rufen wir euch die an hin und wieder, schicken euch die eine Flasche Rothschild, Weihnachten. Den kann man kaufen an der Tankstelle. Die kann man ja bei der Tankstelle kaufen, genau. Im Vorbeifahren. Ja. Ich möchte euch einladen, einfach ein bisschen kreativ sein, wie wir, wenn wir angenommen kein System hätten, wie wir taten. Das war jetzt schwierig für Deutsche wieder, gell? Also, das System ist ja. Weil du hast eine echte Vogel vor der Pause. Wir sind ja Personal. Eigentlich müsste jeder von uns ein Gehalt bekommen. Ja, aber das ist anders organisiert. Das ist anders organisiert mit dem Personal. Ich möchte dich kurz noch was vorlesen. Du bringst mich da gerade dazu. Weil vielleicht nicht jedem klar ist, warum ich da unterschieden habe vorher zwischen Seerecht und Landrecht. Wir stehen einer Situation gegenüber, da hat jeder Mensch sowas wie einen Reisepass. Ne? Und der Reisepass heißt auf Englisch Passport. Wisst ihr, was da gemeint ist damit, mit Passport? Oder mit Airport? Oder mit Transport? Oder mit Export? Und Import und Report und Deport. Was ist das für ein Hafen? Da ist immer von einem Hafen die Rede. Es ist immer Hafen. Es ist nicht Land, es ist Hafen. Es ist sogar das Wort Porto. Hafen, das ist Seerecht. Und ich möchte euch kurz vorlesen die Definition von Seerecht. Aus dem juristischen Wörterbuch. Seerecht ist die Gesamtheit der die See- und die Seeschifffahrt betreffenden Rechtssätze. Das Seerecht ist teils Völkerrecht, teils staatliches Recht. Und jetzt kommt's. Es betrifft auch das Arbeitsrecht, das Versicherungsrecht und das Verwaltungsrecht. Fragt euch bitte, warum wir als Landlebewesen vom Seerecht betroffen verwaltet werden. Warum wir vom Seerecht betroffen arbeiten gehen und warum wir vom Seerecht betroffen versichert werden. Das Seerecht betrifft auch das Verwaltungsrecht, das Arbeitsrecht und das Versicherungsrecht. Und das war Österreich, wo nicht mehr gibt. Wo wir gar kein Meer mehr haben. Wir haben ja mehr eins gehabt. Ja, ja. Wir haben ja mehr eins gehabt. Ja. Genau, also nur als Beweis dafür, dass das sehr wohl einer weiteren Recherche bedarf. Ich kann das nicht alles an oben erzählen. Die letzten 5 Jahre sind wirklich sehr, sehr, sehr umfangreich gewesen von dem Wissen, was auf mich eingeströmt ist. Aber ihr seht, das ist alles ein Buch, juristisches Wörterbuch, die Bibel, Lösungsheft. Kauft euch das, schaut euch das an. Ihr werdet es alles selber finden. Hier? Ja, gibt es eine Frage? Er braucht aber jetzt einen. Ja, jetzt macht er das, gell? Genau. Sie hat das gehabt. Sie hat das gehabt. Bist du zu weit weg oder so? Okay, geht's weit weg. Ja. Ich nämlich meinen, vorher hört man es nicht, auf jeden Fall. Das ist ja nicht die Frage. Joe, es wird gefragt, Moment, so, jetzt bin ich auch da. Es wird gefragt, einmal nach dem Luftrecht. Dann wird gefragt, ja, geht's. 3 Fragen eigentlich zum Thema. Test, geht's? Na. Ja, ne, geht nicht. Jetzt geht's wieder. Und zwar von einer Userin, die nennt sich Preiselberger. Frage: Sind die juristischen Wörterbücher überall mit ihren Definitionen gleich? 2. Frage: Oder gibt es vielleicht von Autor zu Autor, von Jahr zu Jahr und Staat zu Staat Unterschiede? Auf welche Aufgabe sollte man sich am besten zurückgreifen? Das werde ich versuchen, in einem Bausch und Bogen zu beantworten. Luftrecht kenne ich mich nicht aus. Luftrecht weiß ich nicht. Wir werden auf jeden Fall nicht nach dem Luftrecht versklavt, sondern wir sind nach dem Seerecht versklavt gewesen.
Die Frage nach dem Wörterbuch ist folgende. Ich war vor 2 Wochen beim Gerhard Köbler. Wir haben den Gerhard Köbler kontaktiert. Das ist der, der das Buch geschrieben hat. Gerhard Köbler, juristisches Wörterbuch. Der wirkt und sitzt in Innsbruck, hinter der Uni. Und wir haben ihn getroffen, wir haben 1,5 Stunden mit ihm gesprochen. Und er hat mir zum Schluss in mein Buch hineingeschrieben, alles Gute für Ihr weiteres Wirken. 29.05.2014, Gerhard Köbler. Ist doch cool, oder? Das Interessante ist, der Gerhard Köbler hat zwar dieses Buch geschrieben, aber er kennt die Zusammenhänge nicht. Er hat zu mir gesagt, er hat sich selber schon öfter gefragt, warum irgendwann im Laufe der Zeit das Wort Mensch durch Person ersetzt worden ist. Mehr und mehr und mehr. Er publiziert ja ganz, ganz viel so rechtswissenschaftliche Bücher. Nicht einmal die Verfasser dieser Werke wissen da Bescheid. Über die Verstrickungen im Hintergrund, wie das alles gelaufen ist. Das ist so viel 100 Jahre her, dass es einfach ein bisschen an der Arbeit und an der Suche bedarf, dass man das alles zusammenstickelt, das Puzzle. Das ist ein riesengroßes Puzzle, Putzle, sagen die Deutschen. Dass man das wieder zusammenschaufelt. Der Gerhard Köbler war sehr interessiert an dem, was wir ihm erzählt haben, hat aber dann gesagt, naja, also er lässt uns da mal weiter tun, weil das ist nicht das, was er macht ja quasi die Arbeit herüben. Und wir machen die Arbeit heraus. Aber in Summe wissen die alle gar nichts. Ich habe mir gedacht, ich gehe zum Köbler und decken auf und sage, jetzt habe ich die, gell? Und er sagt, ah, erwischt. Nein, die wissen das nicht. Das war so der ich war beim Landtagspräsidium in Oberösterreich vor sicher einem halben Jahr oder so. Und dieser Landtagsjurist, das ist immerhin der Chef vom Landtag, der so juristisch betrachtet, die passen auf, dass der Landtag kein Plätzchen baut. Und ich habe den gefragt, warum ich als Landlebewesen vom Seerecht betroffen verwaltet werden soll. Und er hat zu mir gesagt, er weiß es nicht. Das ist doch anders, hat er gesagt. Das ist doch so, wenn zum Beispiel ein Matrose auf hoher See arbeitet, dann muss er auch versichert sein und arbeiten dürfen. Und ich habe gesagt, nein, das geht nicht. Weil dann müsste ja da stehen, das Arbeitsrecht betrifft auch das Seerecht. Aber da steht, das Seerecht betrifft auch das Arbeitsrecht. Die schießen von der anderen Seite um. Das ist ein Unterschied. Und er hat gesagt, ich weiß es nicht. Die wissen es nicht. Die Ausgabe ist da, meine ist die Nummer 14. Es gibt mittlerweile die 15. Auflage. Ich würde mir die letzte besorgen einfach, weil da sind einfach die jüngsten Wortschöpfungen auch noch drinnen, die mit der EU zu tun haben und so. Da kommen ja immer neue dazu. Aber es ist ja praktisch, vielleicht 1, 2 oder 3 solche Bücher zu haben. Ich habe daheim noch den Gabler Wirtschaftslexikon. Das sind 8 solche Bände. 8 solche Bände. Ja, ich kann das nicht mitnehmen immer, aber es ist spannend. Einfach einmal da zum Lesen und dann da zum Lesen. Und dann sieht man, da steht ein Wort drin, das steht da gar nicht drin. Und umgekehrt. Aber googelt es ein bisschen. So der Hauptwortschatz ist da drinnen. Hauptwortschatz juristisch, damit kann man schon was anfangen. Das Ziel des Spiels, Sittlichkeitssystem, was ich vorschlagen darf, ist ein ganz neues. Das heißt einfach, wir vergessen den Rest, was bisher war. Wir überlegen uns, was wir bisher an Erfahrung gemacht haben. Wir eliminieren das Schlechte und kümmern uns wieder um den türkischen Konjunktiv. Alität. Eine neue Alität für uns alle, nämlich nicht Realität. Wir vergessen Re. Das ist ja schon Vergangenheit. Alität. Die neue Blickweise. Das Fazit für uns alle wäre, wir kommen nicht da rein nach daher. Als allererstes empfehle ich das Selbst. Wieso ist das als zweites? Da kommt vielleicht noch was. Genau. Ich habe schon gesehen. Ich habe schon gesehen. Genau, ganz oben möchte ich anfangen. Als. Deswegen habe ich das noch drüber geschrieben. Die wirkliche Weiche ist nicht Mensch oder Person. So wie ich geschrieben habe, mein erstes Video hat geheißen, ich bin keine Person, ich habe eine. Die Erkenntnis meiner letzten paar Monate ist, nein, die Unterscheidung ist nicht Mensch oder Person. Die Unterscheidung ist am Als. Die Weiche, die sich stellt, ist als. Der Mensch wird in § 16 als Person betrachtet und in dieser Definition von Sittlichkeit steht drinnen, na von Menschenwürde, der Mensch als geistig-sittliches Wesen. Und es ist beides der Mensch. Die Person ist der Mensch und das geistig-sittliche Wesen ist der Mensch. Aber wenn der Mensch von sich aus ein Weichen stellen will, dann darf er nicht sagen Mensch oder Person. Weil von der anderen Seite ist die Person der Mensch. Die Weiche muss stellen bei als.
Der Mensch als geistig-sittliches Wesen ist von Natur darauf angelegt, dass er in Freiheit und Selbstbewusstsein Dann geht sie sich aus. Nicht Mensch, sondern Betrachtung oder Erscheinung, genau. Ich bin ja keine Betrachtung, bitte. Ich bin eine Erscheinung, so wie ihr alle von euch. Jeder ist eine Erscheinung von innen außer. Und er macht sie, indem er sie mit der Person identifiziert, zur Betrachtung. Aber eine Person, das kann man nicht, wie sehr viel, das haben wir bisher immer geglaubt, dass man eine Person ablegen kann. Eine Person kann man nicht ablegen, eine Person kann man auch nicht einmal angreifen. Eine Person, das ist die Betrachtung im Auge des anderen. Das hat mit mir gar nichts zu tun. Die Person ist die Betrachtung im Auge des anderen. Das kann ich auch nicht zurückschicken. Ich kann mich nur damit identifizieren, oder nicht? Erscheinung, das geht von mir innen raus. Die Frage ist nur, wie laut scheint mein Licht, dass der andere das sieht. Ich brauche nur das Licht lauter tragen. Eigentlich kann man sagen, eine Person ist nichts anderes als ein Spiegel von dir selber. Nein, es ist zuerst einmal die Betrachtung im Gegenüber. Also die Person hat mit dir nichts zu tun. Du wirst als deine Person betrachtet, obwohl du mit der Person nichts zu tun hast. Ja, die hast du auch nie gekriegt in dem Sinn, wie ein Sicherheitswesten oder ein Regenschirm. Sondern es ist die Betrachtung im Auge des Gegenübers. Und dem muss man jetzt einfach sagen, Betrachtung wird nicht gestattet, ist nicht zulässig, sondern wir bieten jetzt die Alternative und wissen, es ist ein geistig-sittliches Wesen. Und dann kennt er sich aus, dann braucht er nur nachschlagen. Dann kann man sagen, schau nach, bei Menschenwürde, da findest du es. Und bei Sittlichkeit schaust du auch noch. In dein eigenen Wörterbuch. Selbst. Und dann sind wir genau bei dem Punkt, wo sich jeder fragen soll, wer ist es, der mir jeden Tag ein- und ausschaltet? Was bin ich? Wenn alles Schwingung ist, was bin ich dann? Was bleibt über von mir? Was macht mich aus an dem ganzen Ding? Oder? Ist es nicht so, dass erst wenn ich nicht mehr da bin, irgendwer meinen Tod feststellen kann? Was bin ich dann? Wo? Selbst. Was ist mein Selbst? Wie kann ich mich selbst beherrschen, wenn ich nicht weiß, was ich selber bin? Wer ich selber bin? Wie kann ich mich selber lieben, wenn ich nicht einmal weiß, wer ich selber bin, was ich selber bin? Wie kann ich im Außen selbst agieren, wenn ich nicht einmal weiß, wer ich selber bin? Und daher sollten wir uns zuerst nach innen wenden und erkennen, wer wir selber sind, was wir selber wollen, was wir selber tun. Selbst. Man hat uns das ausgeredet. Man hat immer gesagt, denk ja nicht an dich selber. Selbstliebe ist gar nichts und so weiter. Aber ich möchte euch ermuntern dazu. Es geht erst dann los, wenn man erkannt hat, wer man selber ist, dass man dann nach außen irgendwas sprudeln kann. Sonst saugt man ja die ganze Zeit für sich selber auf. Wissenheit. Das Wort vom Anfang, Wissenheit, das ist im Prinzip das, was jeder für sich auffüllen muss. Was wisst ihr alles über Glutamat, über Aspartam, über Fluorid, über Chemtrails, über Fracking, über Tiertransporte, über alles? Jeder hat so sein Level, wo er ein bisschen Bescheid weiß, wo er sich schon ein bisschen aufregt, wo er vielleicht schon aktiv ist, wo er vielleicht Vegetarier ist oder vegan ist oder kein Alkohol mehr trinkt oder extra sich eine Zahnpasta kauft, die kein Fluorid hat, Kaugummis ohne Aspartam sucht, lauter solche Sachen. Beschäftigt euch mit dem an Alität, die einfach da ist da draußen, die so ist, für jeden gleich, ohne dass ihr wisst, weil man sich anders erzählt hat. Schaut euch an, was in die Essens, Lebensmittel drinnen ist, die ihr kaufen könnt. Kauft es nicht mehr, wenn irgendein Scheiß drinnen ist. Da müsst ihr jetzt aktiv sein und Verantwortung übernehmen. Recherchieren, begreifen, verstehen. Und dann gehört der K-Punkt definiert, der kritische Punkt. Wann reicht's? Eigentlich muss man sagen, es reicht ja eh schon, weil sobald ich sage, es reicht, dann ist damit die Freiwilligkeit beendet. Auf der Freiwilligkeit aber alles passiert. Ist ja Sklaverei verboten. Es muss freiwillig sein. Wenn also wer sagt, es reicht, dann heißt es, die Freiwilligkeit ist beendet. Und dann ist nur die Frage, was tue ich dann? Was kann ich machen, wenn es mir reicht? Hör ich jetzt auf zum Steuern zahlen? Was passiert dann? Holen Sie mich? Ermorden Sie mich? Was ist eure Angst? Fragt euch einfach, was ist die Angst, was passiert, wenn ich keine Steuern mehr zahle? Verlust dabei, einkasteln dann Sie mich. Einkasteln dann Sie mich. Genau. Stern ist, das ist wirklich eine Schutzgelderpressung. Weil, wenn man zu dir sagen kann, zahl es oder ich sperre dich ein,
dann ist die Schutzgelderpressung. Und wie ich vorher gesagt habe, es hat niemand im Volk das Recht, dass er zu mir hergeht und sagt, zahl oder ich sperre dich ein. Ich kenne den gar nicht. Und der darf das, dann möchte ich wissen, von wem hat er das Recht gekriegt. Er tut so, als hätte er es von euch gekriegt, weil er sagt, das Recht geht vom Volk aus. In Wahrheit hat das Volk aber das Recht nie gehabt. Also muss man erkennen, dass das Recht kein Volk haben kann, sondern nur vom Volk ausgeht. Steuern, das ist der Beweis dafür, dass es kein Volk gibt. Ja, ich bin der Meinung, das könnte man anders organisieren, ohne Zinsen am Geld. Wenn wir sagen, wir machen ein Krankenhaus und das Krankenhaus arbeitet so, dass wenn wer kommt, wird es gezahlt. Von uns alle, von der Nationalbank. Das Krankenhaus sagt, da war einer da, der hat einen Gips gebraucht, bitte Gips. Und alle, die das gemacht haben, kriegen gezahlt, von uns alle. Und dann braucht keiner mehr zahlen, wenn er gesund ist, dass er ja nicht krank wird und Angst haben muss, sondern er kann sich darauf verlassen, wenn er krank ist, wird er von allen anderen wieder gesund pflegt. Genau. Einfach umdrehen. Die ganze Aktion umdrehen. Wir konnten das alles regeln. Das Geld dann schöpfen, wenn irgendeiner von uns es braucht hat. Und der Rest gewährleistet, dass es auch da ist, an Substanz, an Wert. Das war schön. Aber wie macht man es dann im Übergang jetzt? Also, dass man da nochmal Zeit zum Essen kriegt und wohnen kann, das ist wirklich. Das gilt jetzt vernünftig und erwachsen auszumachen. In dem Bewusstsein, dass eh alles wächst. Lichtnahrung kann ich euch nur empfehlen. Das reden wir nachher dann bei Frage-Antwort. Ich mach schnell fertig, okay? Ich mach schnell fertig, lass uns die Fragen dann später diskutieren, weil ich bin eh fast durch. Was habe ich denn noch? Carbon definieren, genau, was tun wir, wenn es uns reicht? Das ist die letzte konsequente Frage, was tue ich, wenn es mir reicht? Ich kann sagen, es reicht. Aber was tue ich dann? Fragt sich, dreht sich um auf Beziehung. Wenn wir sagen, wir haben eine Beziehung und wir kommen drauf, unser Geliebter oder Geliebte bescheißt uns. Jetzt erst haben wir nur einen Verdacht. Ja, dann denken wir uns, ja, schauen wir uns zuerst zu und irgendwann denkst du, ja, jetzt rede ich so. Jetzt rede ich nach. Hey, du bescheißt mich. Und dann sagst du die Liebe oder der Liebe sagt, nein, ich kann alles erklären, das sieht alles ganz anders aus und das ist im Wald ganz anders. Und jetzt wird es so verdächtig still da hören, gell? und dann schaust du Zeitl zu und denkst, oh, wird schon stimmen, passt eh, wir sind eh so. Und dann denkst du, na komm, jetzt weiß ich es. Und wenn du sicher warst, dann ist die Frage, was tust? Was machst? Schreibst einen Brief, rufst an, schickst eine SMS, E-Mail, bist einfach weg. Redst überhaupt ein Facebook-Status ändern, genau. Es ist kompliziert. Ich kann sagen, es war kompliziert. Ja? Aber ernsthaft fragt sich bitte, was tat es in so einer Situation, wenn es wirklich da um Partnerschaft geht? Redst du überhaupt nur oder bist einfach dahin? Irgendwann, wenn du irgendwie merkst, so, es reicht. Es reicht. Oder schreibst du einen Brief. Ich meine, ich habe immer nur einen Brief geschrieben. An die Regierung und habe gesagt, ich habe das Gefühl, da passt was nicht. Ich komme in Frieden und so weiter. Genau, wir sind bei der Umsetzung. Als allererstes bleiben wir beim Geld. Ich habe vorher kurz erwähnt, dass ich der Meinung bin, dass Geld ja nichts anderes ist wie ein Symbol für etwas. So wie die Zeit unsere Sonne symbolisiert, die Schrift, die Sprache symbolisiert und ganz viele andere Sachen symbolisiert. Was symbolisiert Geld? Energieausgleich. Also Geld symbolisiert Energie in irgendeiner Form, offensichtlich. Ob es vielleicht Energie ist, ist noch so abstrakt. Du kannst schwer was Abstraktes mit was Abstraktem beschreiben. Du kannst nicht sagen, Geld ist Zeit. Weil Zeit ist auch genauso Illusion wie Geld. Tauschen, das tut man damit. Die Natur tauscht nicht. Also ich habe noch nie zwei Lebewesen gesehen, zwei andere, also Menschen, die sich was zusammentauschen. Also kann man nicht sagen, der Geld symbolisiert Tauschen, weil die Natur kennt Tauschen nicht. Doch, die Natur kennt auch Tauschen. Jetzt haben wir Sommer und dann tauscht irgendwann noch Winter dafür ein. Ja, ist aber kein Tausch in dem Sinn. Ist kein Tausch, aber ich weiß, was du meinst. Ist kein Tausch. Transformierung. Es ist ein Geben auf jeden Fall. Ich möchte da nicht zu lange auf die Folter spannen, wo ich gedanklich hin will. Irgendwer hat in einem Vortrag einmal gesagt, Joe, du sagst aber, Geld ist Zeit.
Aber das stimmt nicht ganz und er hat recht gehabt. Geld ist nicht Zeit. Zeit ist genauso eben nur nichts anderes wie eine Definition für was, was es gar nicht gibt. Also kann man nicht sagen, Illusion ist Illusion. Oder Symbol ist Symbol. Also muss man sagen, Zeit ist was, es hat nur eine Qualität mehr. Geld ist für mich und hoffentlich auch für euch viel mehr eine Beziehung, also eine gewidmete Zeit. Zeit ja, ist ja eine Lebenszeit, aber es ist eine Widmung, eine absichtliche Fokussierung mit einer Widmung. Da, wo zum Beispiel der Vogel sein Nest baut, ist das genau dieselbe Währung, wie wenn einer sein Auto putzt. Oder wenn einer ein Feld anbaut oder einen Stein ausgrabt und schleift oder Gold sucht. Oder einfach Widmung. Die Widmung seiner Zeit. Das heißt, wie gehen die ganze Sache ein? Okay, was tue ich mit mir? Was tue ich mit meiner Zeit? Die Widmung. Und das symbolisieren wir mit unserem Geld. Das funktioniert für alle gleich. Wir symbolisieren Beziehungen. Beziehungen zueinander, wo wir uns gegenseitig widmen. Und der Wert im Geld, warum funktioniert es? Das habe ich mir auch gefragt. Der Wert im Geld ist für mich die Tatsache, dass wenn ich keine Beziehungen habe, dann habe ich nur mich. Und wenn ich viel Geld in der Hand habe, dann habe ich ganz viele Beziehungen in der Hand. Sehr klar. Das heißt, der Wert im Geld, das ist wie, das sind die Beziehungen, die ich nicht habe. Geld symbolisiert nichts anderes als die Beziehungen, die was ich nicht habe. Fehlende Beziehungen. Fehlende Beziehungen. Für die Deutschen jetzt, genau, danke. Fehlende Beziehungen. Das ist unser Geld. Und daher kann man ruhig sagen, lasst uns in Beziehungen treten zueinander. Und Geld wird immer weniger wichtig sein. Und man merkt es ja im Clan, im Freundeskreis, im Bekanntenkreis. Da, wo ich Beziehungen habe, da brauche ich kein Geld. Und wo ich keine Beziehungen habe, da brauche ich Geld. Brauchen wir Beziehungen statt Geld. Ausmisten. Das habe ich vorher kurz erwähnt. Ausmisten in allen Bereichen. Sei es körperlich, sei es psychisch, sei es auch in der Umwelt, in diese ganzen Industrien, die wir verwenden. Ausmisten, ausmisten, ausmisten. Anschauen, was ist gut, was dient uns, was dient alle. Oder was dient nur die paar, die das Geld verdienen damit? Und da gehört unbedingt ausgemisst. Wir sind bei Glutamat, Aspartam, Fluorid, alle diese Dinge. Um nur die ersten paar zu machen. Facebook, Twitter, Fernsehen, Zeitungen, ausmisten. Richtig, Gedankenhygiene, körperliche Hygiene. Wasser trinken statt Bier, Schnaps, Wein und so weiter. Die Energie. Das ist wieder Hauptthema von mir. Ich möchte, dass die Leute aufhören, Schuldige zu haben. Immer gegen wen schimpfen. Das beste System, die beste Polizei, die besten Exekutor. Die sind alle lieb. Die sind alle lieb und eigentlich arm. Weil die glauben so fest dran, dass das echt ist, was da passiert. Die sind viel ärmer als mir. Weil die fallen wirklich in ein Loch, wenn keiner mehr dran glaubt. Was sollen die tun? Die ganzen Richter, die ganzen Banker, die ganzen Politiker, die sind ja alle arbeitslos auf einmal. Großteil davon. Lasst uns die Energie neu fokussieren, nicht auf die Schuldigen, nicht auf das Böse, was bisher war, sondern in Fantasie. Was konnten wir mit unserem Geist, mit unserem kreativen Geist alles schaffen, wenn wir sagen, lasst uns ein System bauen, wo alles bezahlt ist und es keinen Grund mehr gibt, dass man nicht mehr grenzt. Dass man sich frei darf aufwachen, dass man nicht Angst hat vom nächsten Tag, weil vielleicht wieder wer anleitet oder da ist es noch nicht fertig gezahlt und da muss man noch, dass wir uns wieder freuen, dass wir aufwachen jeden Tag. Aufwachen, das ist mit enthalten, das ist eine Folge davon, glaube ich. Wenn man sich wirklich damit beschäftigt, dann geht der Vorhang immer weiter auf und man ist irgendwann munter, guten Morgen. Und dann ist es ein Schritt, ein kleiner Schritt zum Austritt. Wer dann bereit ist, der sagt, so liebes System, ich habe dich jetzt so weit durchschaut, je länger, dass ich mit dir mitmache, umso größer ist der Schaden, der passiert, auch durch mich. Da muss ich sagen, so, jetzt tue ich irgendwas. Keiner sagt, dass jeder jetzt sie zum Freeman erklären muss. Es ist ja völlig egal, wie er sie nennt. Er kann sie ja selbst nennen oder Wesen oder irgendwas. Hauptsache ist, er tut irgendwas. Das ist wichtig. Ihr müsst es nicht uns nachmachen oder auch machen oder was auch immer. Sondern Hauptsache ist, er tut irgendwas. Und wenn er zum Beispiel nur mehr die teurere Milch kauft, damit der Bauer mehr verdient. Oder irgend sowas. Irgendwas tun. Irgendwas tun. Aktiv sein. Im Großen und Ganzen haben wir uns letztes Jahr überlegt, wie können wir die Menschen ein bisschen informieren. Ihr habt es auf meinem Auto draußen gesehen. Welcome to Freedom. Es ist nicht jeder in der Lage, dass er sie zum Freeman macht oder erklärt, weil er nur Angst hat, was ist mit meinem Haus, was ist mit dem Dings, mit der Familie, mit der Arbeit. Wie geht das alles? Wir sammeln auf dieser Welcome to Freedom Homepage
haufenweise Informationen zusammen über alle möglichen Bereiche. Mensch, System, Erde, das sind unsere drei Hauptkategorien. Und wir wollen euch anregen zum Mitmachen, zum Beitragen, zum Recherchieren, zum Lesen. Informiert euch. Über die Homepage kann man uns auch unterstützen. Nebenbei gesagt, da gibt es also einen Donate-Button, wenn einer glaubt, der hat jetzt leider keine Zeit, aber er möchte was tun, dann können wir das für ihn machen. So ein kleiner Ablasshandel hat das früher geheißen, oder? Karma-Ablass. Wir sind recht froh, wenn uns irgendwer unterstützt. Ich sage das absichtlich dazu, weil wir das alles auf eigene Kosten machen. Wir sind voriges Jahr unterstützt worden von Frank Stronach. Danke, Frank. Das ist deswegen cool zum Erwähnen, weil wenn der Frank Stronach das Freeman-Bewusstsein unterstützt, hat das erwähnt, ich bin unregierbar, wir sind unregierbar. Das ist aber ein Politiker, oder? Das ist ein Politiker und der wollte die Gesellschaft verbessern. Er hat eh nichts gerissen in der Politik. Es ist eh schief gegangen. Ja, die haben den total verrissen und alles. Aber die Absicht war eine gute. Aber du kannst nicht das System aus dem System außer reparieren. Ob das ein Beppe Grillo in Italien ist, die Alternative für Deutschland oder der Ding. Es kann nicht gut gehen. Es kriegt keine Energie mehr, keine Unterstützung. Das Universum unterstützt das nicht mehr. Wir kehren unterstützt. Die wir uns da treffen, alle wir, nicht in der Politik, sondern die heraußen das Ganze heilen wollen. Aber es ist halt, es hat sich noch nicht so umeinander gesprochen. Deswegen sage ich es noch, dass wir unterstützt kehren. Und wer dann soweit ist, dass er alles weiß und der Kreis sich schließt, dass er, okay, jetzt kann kommen, wer will. Zu mir kann kommen, wer will. Und ich werde ihm erklären können, juristisch, warum er für mich nicht zuständig ist. Und wenn es er nicht versteht, dann sage ich, hol mir deinen Juristen, deinen besten Juristen. Und ich möchte euch ein bisschen die Angst nehmen, ich bin Musiker. Ich habe das nie gelernt. Ich habe das einfach jetzt die letzten paar Jahre, zwei Jahre habe ich jetzt gelesen, ein bisschen überlegt und nachgedacht. Und es wird immer einfacher. Man braucht sich überhaupt nicht fürchten vor irgendwelchen juristischen Definitionen. Man braucht sich nur einmal darauf einlassen. Und dann ist man bereit für die Freeman-Erklärung. Die Freeman-Erklärung in Kürze, das mache ich schnell auf, heißt, ich bin Mensch. Einfach nur einmal festgestellt, ich stelle fest, ich bin Mensch. Heute weiß ich, ich hätte schreiben müssen, ich bin geistig-sittliches Wesen. Nicht Mensch, weil Mensch ist ja auch eine Person fürs System. Ich bin geistig-sittliches Wesen, hätte ich schreiben sollen. Außerdem stelle ich fest, ich bin du. Wir sind alle genau das Gleiche. In Lakesh. Das System würde mich, obwohl ich eigentlich zum Frieden da war, genau zum Gegenteil verpflichten. Ich muss Zinsen verdienen, damit ich irgendwem eine Provision zahle, nur weil ich am Leben bin. Das kann ich nicht akzeptieren, da muss ich aussehen. Ich identifiziere mich nicht länger in meiner Person. Ich identifiziere mich nicht länger in meiner Person. Der Unterschied dazu wäre, was ist der Unterschied zwischen einer Identität zum Original? Wie heißt das Original? Authentizität oder Authentität. Dann ist es nicht identisch, sondern ist es authentisch. Immer wenn man identisch ist, dann wisst ihr selber, dann gibt es ein zweites. Ne? Sonst könnt ihr ja nicht identisch sein. Aber mir gibt es nur einmal, ich bin eigenartig, einzigartig. Wir authentifizieren uns in Zukunft, nicht mehr identifizieren. Wir authentifizieren uns, wir sagen sogar, Identifikation ist nicht möglich. Ist ausgeschlossen, weil wir uns authentifizieren können. Ich verzichte auf jegliches positive Recht, danke, nein. Brauchen wir nicht, ich gehe schaukeln. Mir reicht es, ich gehe schaukeln, sinngemäß. Ich habe auch noch dazu geschrieben, ein paar Stundensätze. Einfach, falls das System mit mir Geschäfte machen will oder mich dazu nötigt, habe ich eingeschrieben, was das kosten könnte. Und die Stundensätze variieren bei mir zwischen 500, 5.000 und 50.000 Euro. Je nachdem, was passiert. Eine lästige Verkehrskontrolle würde ich mit 500 Euro verrechnen. Eine Gesetzesüberschreitung oder eine Befugnisübertretung mir gegenüber mit 5.000 Euro in der Stunde und Gewalt, Handschellen, Entführung, Verschleppung, Verhaftung mit 50.000 in der Stunde. Das sind meine Stundensätze. Soll sich jeder einfach seine Gedanken machen, was würde das kosten, würde er es verrechnen können. Na, anders gesagt, Kinder damals ja, würde er es bezahlt bekommen. Weil zahlen dann sie es nicht.
Aber ich habe große Forderungen gegen die Republik. Und dann habe ich nur geschrieben, alles Liebe. Ohne irgendwelche großartigen Vorwürfe. Ich habe dann noch 10 Tage Zeit hingeschrieben. Ich habe 10 Tage Zeit, um mit mir darüber zu verhandeln. Da hat sich keiner gemeldet bei mir. Und seitdem kann ich behaupten, ich habe eine Vereinbarung mit der Republik Österreich, in der drinnen steht, ich habe es geschickt an den Bundeskanzler, an die Innenministerin, an den obersten Gerichtshof und an den Landeshauptmann von Oberösterreich. Heute wissen wir, dass es nicht der Landeshauptmann, der braucht das gar nicht. Der Landeshauptmann, der schickt nämlich zurück, danke für die Info, ist nicht rechtswirksam, wir nehmen es zur Kenntnis, so auf die Art. Und zwar deswegen, weil das Land offensichtlich nicht für einen Personalverband zuständig ist. Das Land kann das nur zur Kenntnis nehmen, aber Personalverband ist natürlich Bund, Bundesangelegenheit. Also brauchst du es in Land nicht schreiben. Es hat keine Rückantwort gegeben, der oberste Gerichtshof hat mir zurückgeschrieben, dass er nicht zuständig ist. Ja. Das heißt jetzt, du bist nicht auszusteigen. Genau. Aber es ist nicht Schau her. Es gibt das Lösungsheft. Und im Lösungsheft steht zum Beispiel drinnen, wie heißt das? Anerkenntnis. Anerkenntnis. Anerkenntnis ist im Privatrecht bezüglich des Neubeginns der Verjährung das rein tatsächliche Verhalten des Schuldners gegenüber dem Gläubiger, aus dem sich das Bewusstsein des Bestehens des Anspruchs unzweideutig ergibt. Versteht? Aha, das verstehst du wirklich nicht. Ergibt. Im Zivilverfahrensrecht ist die Erklärung des Beklagten an das Gericht, dass der vom Kläger geltend gemachte Prozessualanspruch besteht, war auf den Antrag Schuldanerkenntnis. Anerkenntnis. Zustimmung. Das habe ich jetzt. Ich muss das schneller suchen. Entschuldigung. Das ist der Wahnsinn. Aber ich habe es den Satz gehört. Ich meine, ich lese nur einmal. Bezüglich das rein tatsächliche Verhalten des Schuldners gegenüber dem Gläubiger, aus dem sich das Bewusstsein des Bestehens des Anspruchs unzweideutig ergibt. Ah, jetzt ist schon klarer. Einwilligung. Sie können sich formlose Erklärung des Einverständnisses. Ich muss jetzt ehrlich sagen, ich finde es nicht auf die Schnelle. Aber du hast das vorher gesagt, es ist doch so, wenn man uns einen Brief schreibt vom System her und man kriegt einen gelben Zettel, dann steht drauf, gilt als zugestellt. Obwohl man das nie gekriegt hat. Du kriegst einen gelben Zettel, benachrichtigt, RSA, RSB-Brief, gelber Zettel, da steht drauf, gilt als Zustellung. Und dann werden wir so behandelt, als hätten wir es bekommen. Ja? Natürlich. Und genauso kann man den Spieß umdrehen und sagen, ich habe es gewusst, 10 Tage Zeit, ich habe es nicht gesprochen, natürlich ist es so. Eingeschrieben. Das ist natürlich. Nur kurz zum unzweideutig, das heißt, das kann auch 23 sein, wenn es anerkennt, oder? Eigentlich ja, in die andere Richtung geht das auch. Unzweideutig, bitte vierdeutig oder so, genau. Das heißt, wenn der Einspruch nicht war von mir selber, könnte es einfach ausfertig. Genau, es wird davon ausgegangen, wie gesagt, es wird davon ausgegangen, es wird uns unterstellt, präsumptiv, dass wir das Volk sind. Davon wird ausgegangen, es wird vom Volk ausgegangen. Und da muss man hingehen und sagen, ich bin nicht euer Volk. Sucht euch ein eigenes Volk. Rechtssystem. Sucht ihr dein eigenes Volk? Ich bin nicht mehr dein Volk. Ganz im Gegenteil. Ich bin souverän. Wieso hat sich der Schmidt gerade gehört? Ja, wir sind effektiv. Im Prinzip das Gleiche. Haben die jetzt eine Strafe bekommen, eine Radarstrafe wegen Lenkerhebung. Die schreiben, eine Lenkerhebung, machst du keine Reaktion, wirst du gestraft, auch wenn du nicht drauf bist. Du wirst aber wegen einem anderen Dings gestraft. Du kriegst eine Strafe wegen Nichtauskunft. Nicht wegen der Schnellfahren. Genau, du kriegst eine Strafe wegen Nichtauskunft. Aber du musst mir klar machen, dass man in einer Personal ist. Und ich habe immer wieder ein paar Schriftstücke im Internet veröffentlicht. Schreibt sie einer das. Schreibt sie einer zurück,
Nein. Nein. Ich habe zum Beispiel, weil wir gerade davon reden, gestern auf der Gemeinde folgenden Brief abgegeben. Es geht ums Meldegesetz. Mir wird vorgeworfen, dass ich mich nicht gemeldet habe und dass ich mich melden muss. Jetzt war schon die Polizei bei mir. Ich habe gesagt, ich muss mich melden. Ich habe gesagt, nein, ich muss mich nicht melden. Ihr glaubt es nur. Und jetzt habe ich einen Brief geschrieben und ich lese euch den schnell vor zur Inspiration, okay? Und der Brief heißt Residenzurkunde. Residenzurkunde. Liebe Mitmenschen, liebe Beamte im Dienste der Republik Österreich, hiermit wird Ihnen mitgeteilt, dass ich, das geistig-sittliche Wesen Mensch Joe Kreisel, nicht gemäß Bundesgesetz über das polizeiliche Meldewesen, in Klammer Meldegesetz, in Österreich meldepflichtig bin. Ich bin nicht Teil des Volkes der Republik Österreich, befinde mich nicht auf dem Bundesgebiet und stehe als Wesen seit meiner Vereinbarung mit der Republik Österreich vom 14.03. nicht mehr im Personalverband derselben. Es ist daher nicht zulässig, davon auszugehen, dass ich Norm unterworfen sei. Ich bin nicht gemäß § 16 ABGB als Person zu betrachten, sondern, und dies bestätigt diese Urkunde, als geistig-sittliches Wesen. Ich bin souverän. Das bedeutet, dass ich nicht den Statuten, Normen, Ordnungen oder dergleichen des Rechtsstaates Republik Österreich unterstehe, sondern einzig und allein dem Naturrecht von Erde. Wenn Sie in dieser Angelegenheit ein wenig recherchieren, in Klammer, was ich Ihnen auf jeden Fall empfehle, dann werden Sie bemerken, dass das Verwaltungsrecht, in Klammer, und das Meldegesetz fällt da hinein, vom Seerecht betroffen wird. Da es sich bei mir um ein Landlebewesen handelt, werden Sie verstehen, dass ich mich aufgrund des geopolitischen Wahnsinns ins Naturrecht zurückgezogen habe. Seerecht ist ein fiktives, positives Recht und richtet sich im Gegensatz zu mir nicht am Guten und am Gewissen aus. Deshalb musste ich diesen Schritt vor etwas mehr als 2 Jahren setzen. Naturrecht kann man jedoch nirgendwo nachlesen, man könnte allerdings auch Hausverstand dazu sagen. Meine einzige Regel im Leben lautet, nichts nehmen. Kein Mensch hat in der Natur das Recht, einem anderen Menschen etwas wegzunehmen. Wobei es zu berücksichtigen gilt, dass man jemandem viel mehr nehmen kann als nur seinen Besitz. Man kann jemandem die Würde, die Freiheit, die Souveränität, die Meinung, sein Vermögen etc. nehmen. Dazu hat jedoch niemand das Recht, nicht an Land. Aus diesem Grund wird Ihnen wohl einleuchten, dass niemand im Volk jemals über solch ein Recht verfügen konnte. Niemand kann also dem Staat das Recht übertragen haben, jemandem etwas wegzunehmen. Zumindest niemand aus dem Volk. Obwohl das Volk eigentlich in dem Glauben gehalten wird, das Recht käme von ihm. Der Satz im BVG, Österreich ist eine demokratische Republik, ihr Recht geht vom Volk aus, bedeutet nicht, dass das Recht, von dem Sie meinen, es würde mich treffen, vorher beim Volk war. Dieser Satz bedeutet, dass die Republik Österreich kein Volk hat und daher nur von ihm ausgehen kann. Bei mir braucht das Recht von gar nichts auszugehen. Ich spiele nicht mehr mit im Rechtssystem. Ich befinde mich in der Sittlichkeit. Bitte respektieren Sie das und ersparen Sie sich und mir einen Haufen lästiger Schreibarbeit. Um des Friedens willen teile ich Ihnen jedoch hiermit mit, wo Sie mich antreffen können. Meine Residenz befindet sich in Illingbuch, frühere Haus Nummer 2. Es handelt sich hiermit urkundlich nicht um eine Unterkunft, sondern um meine Residenz. Wenn Sie der Meinung sind, dass Sie die natürliche Person Johannes Ewald Kreisel, 14.11.70, trotzdem von Amts wegen melden müssen, um selbst nicht in Schwierigkeiten zu geraten, mache ich Sie höflich darauf aufmerksam, dass es unzulässig ist, mir dafür Kosten jeglicher Art zu verrechnen. Außerdem erwarte ich dann selbstverständlich eine 50-prozentige Beteiligung an den Einnahmen, die ihrerseits in Zusammenhang mit meiner Person, mit dem Land oder dem Bund oder der EU oder so folglich gemacht werden. Ist ein Versuch. Weiters bedeutet diese Mitteilung nicht, dass ich mich der Verwaltung, Gerichtsbarkeit und so weiter der Republik Österreich unterwerfe. Ich versichere Ihnen jedoch, dass ich in friedlicher Absicht lebe und es alleine schon aus dieser Tatsache heraus keinen Anlass gibt, jemanden oder etwas von mir zu beschützen. Ich stehe Ihnen gerne für weitere Fragen zur Verfügung, bedanke mich für Ihr Interesse an einer lebenswerteren Welt für uns alle und wünsche Ihnen einen wundervollen Tag. Joe Kreisel, geistig-sittliches Wesen auf Planetin Erde, Kreditor der Republik Österreich, früher registrierte Personalbetrachtung 2057, 1970, Johannes Ewald Kreisel. Schreibt sie einer sowas? Schreibt sie einer sowas? Alle in eichere Wort, ich tue das eh ins Internet, solche Sachen. Und, ja?
Bist du jetzt gemeldet? Nein, ich bin nicht gemeldet. Dann kannst du natürlich auch kein Fahrzeug anmelden. Das ist gut. Wie werken wir dann an dem System weiter? Ja, aber dazu muss ich Folgendes sagen, das Auto, was ich jetzt fahre, ist auf meinen Vater angemeldet. Weil wir damals ja nicht gewusst haben, was passieren wird. Eh klar, wir haben uns da ein bisschen absichern müssen. Und das macht ja nichts. Ich fahre mit einem Auto, das ist angemeldet und das passt. Allerdings würde ich jetzt konsequent sein und die Möglichkeit nicht haben, dann würde ich das Auto abmelden, mir mein eigenes Nummerntafel schreiben, draufschrauben und weiterfahren. Ja, passt. Passt. Gibt es auch das Souverän, der den Königreich aufgerufen? Genau. Ja, ja. Das muss ich jetzt einfach herumsprechen. Das muss ich herumsprechen. Ich weiß voll, was. Es gibt Versicherungsschutz. Ja. Wenn du kannst, dann kannst du so ein Kurtausen erklären. Achtung, Achtung, kurz noch aufpassen mit. In Oberösterreich ist es zum Beispiel so. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal das Problem gehabt habt, dass zum Beispiel die Versicherung nicht zahlt war beim Auto. Was passiert dann, wenn es die Versicherung nicht einzahlst? Dann kommt irgendwann von der BH, kommt der Brief, da steht drauf, Kennzeichen abgeben oder VB, Versicherungsbestätigung. Und du hast normalerweise in Oberösterreich 14 Tage Zeit dafür. 14 Tage. Dauert sogar teilweise länger. Also kann es durchaus passieren, dass da irgendwo auf der Straße einer entgegenkommt, der gerade 14 Tage oder 4 Wochen Zeit hat, dass er die VB bringt und nicht versichert ist. Obwohl die Versicherung schreibt, Sie sind derzeit ohne Versicherungsschutz unterwegs. Ah, er ist nicht mehr versichert. Solange das Kennzeichen drauf ist, ist er versichert. Ist er versichert? Na bitte, ja. Passt. Dann stehen wir. Dann hört zu bitte, das ist doch spannend. Die BH schreibt einen Brief, Sie sind ohne Versicherungsschutz unterwegs. VB oder Tafel. Und dann sagst du, aha Maria, ich muss was tun, ich bin nicht versichert. Und dann sagt der Versicherer, bist du versichert? Ja? Dann wird zurück und die Kulanz ist und Dings und dann geht gar nichts mehr. Genau. Aber ich rede nicht über Versicherungen. Ich rede nicht über Schaden. Lasst uns versichern. Lasst uns eine Versicherung gründen. Die Freeman-Versicherung. Und wenn irgendwas in unserer Community passt, dann wird es gezahlt. Macht kein Problem. Es geht um die Autotafel. Das Auto ist registriert in einem Register, das gehört der Republik Österreich. Und deswegen fährst du in der Gerichtsbarkeit der Republik Österreich. Ich habe den Juristen am Land gefragt, freiwillige Gerichtsbarkeit. Da landet man nämlich. Und bei freiwilliger Gerichtsbarkeit wird es spannend. Er hat zu mir gesagt, das gibt es nicht in Österreich. Ich habe gesagt, scheiße. Gerichtsbarkeit. Gerichtsbarkeit ist Folgendes. Gerichtsbarkeit ist im weiteren Sinn die auf Verwirklichung der bestehenden Rechtsordnung gerichtete Tätigkeit des Staates. Sie zerfällt in verschiedene Sachen, unter anderem gibt es dann die Freiwilligen. Und zur freiwilligen Gerichtsbarkeit gehören sachlich vor allem Vormundschaftssachen, Familiensachen, Betreuungssachen, Unterbringungssachen, Nachlasssachen, Grundbuchsachen und Registersachen. Und ich habe den Landesjuristen gefragt, wessen freier Wille ist da gemeint? Meiner oder Eicherer? Und er hat zu mir gesagt, das gibt es bei uns nicht in Österreich. Das heißt bei uns Außerstreitverfahren. Außerstreit. Also Registersachen, Familien, Nachlass, Betreuung, Ding, das ist in Österreich Außerstreit. Freiwillige Gerichtsbarkeit. Zwei Leute streiten nicht und irgendwer Dritter macht es. Freiwillig. Wenn du die in ein Register eintragst, ob das zentrale Melderegister ist oder ein Firmenbuch oder irgendein anderes Register, bist du in Österreich automatisch in der Außerstreitgerichtsbarkeit. Und damit natürlich in dem ganzen Verwaltungskonstrukt, Rechtssystem drinnen. Wenn ich eine Tafel habe auf mein Auto, das nicht angemeldet ist, dann bin ich nicht in der Gerichtsbarkeit der Republik Österreich. Da kannst du Polizist sein und sagen, oh, das ist aber schon gefährlich, was sie da machen. Und ich werde sagen, oh, haben sie recht. Aber es wird nichts ändern, dass du nicht zuständig bist für das, was ich tue. Ich bin vernünftig und verantwortungsvoll genug, dass ich nicht grob fahrlässig unterwegs bin. Das ist ja meine Pflicht. Aber es steht in keiner Autorität irgendwo,
dass er über den Souverän irgendwas entscheiden darf. Das geht nicht. Der Mensch ist absolut unregierbar, der Mensch ist souverän, der Mensch ist nur als Person den Statuten unterworfen. Und die Person, die macht er nicht selber, sondern die Person ist in der Betrachtung vom anderen. Und zwar laut Paragraph 16, der Mensch hat Rechte und ist daher als Person zu betrachten. Das ist der Knackpunkt. Lass uns auf das verzichten. Wie man mit dem Auto dann, ich verstehe die Problematik grundsätzlich und ich habe nicht für alles die Lösung, aber ich habe mir sehr konkrete Gedanken gemacht drüber. Ich würde meine Telefonnummer, meine E-Mail-Adresse aufs Auto hinten draufschreiben, steht eh jetzt auch schon drauf, und damit ist gewährleistet, dass man mich finden kann und ich laufe nicht davon, wenn was passiert. Also wofür anmelden? Dass ich steuern soll? Nein, das ist, kann nicht der Grund sein, dass ich das Auto anmelde. Tafel können wir selber malen, Telefonnummer draufschreiben und fertig. Das Namen drauf, wie wir wollen. Aber das, was jetzt wahrscheinlich faktisch nur passiert ist, dass die wahrscheinlich ausstellen oder einstellen. Das kann sein, aber nur, weil es er nicht versteht. Okay, aber es gibt in Deutschland zum Beispiel die Organisation terrania.org und die fahren mit eigener Autotafel schon spazieren, die sind den Schritt schon gegangen. Die werden doch spazieren. Nein, geht gar nicht. Okay, informiert euch doch bitte, das ist... Von Terrania. Klaus, du. Ja, genau. Das war der Pucki für Okitok. Der Pucki hat gerade in Kamera teilt. Ja, wer hat noch was da von Terrania? Klaus, du hast einen Terrania-Ausweis? Genau. Schaut euch das an, bitte. Terrania.org im Internet. Die sind in Deutschland und sind da sehr aktiv. Und es geht um dieselbe Thematik die ganze Zeit. Person, Mensch, Dings und so weiter. Du musst heim. Danke dir. Ich danke dir. Alles Gute. Vierte. Jawohl. Ja, liebe Leute, die letzte Folie habt ihr eh schon gesehen. Ich war im Prinzip vorher fertig. Jetzt beschließe ich es einmal offiziell und sage danke für die Aufmerksamkeit. Gell? Jawohl. Be free. Ja. So. Maniolo, ich möchte noch... Danke, wirklich. Ich möchte mich ganz herzlich beim Maniolo bedanken. Danke, Maniolo, für den Einsatz, für die Organisation, das Zusammentrommeln von den Leuten. Danke an Klaus Okitok. Gell, Klaus? Schöne Grüße an draußen. Das gehört sich nicht aus. Das gehört sich nicht aus. Das geht schon. Also, ich habe gerade gesagt, vielleicht schon morgen, aber wahrscheinlich schon heute. Wer von euch kennt vielleicht dieses Stromauto Tesla? Ja. Tesla, Elon Musk, der Chef von Tesla, hat heute offiziell verlautbaren lassen, also bekannt gegeben, dass er die ganzen Baupläne und alles von Tesla Motors Open Source zur freien Verfügung stellt. Die Patente, Entschuldigung, genau, hast recht, danke. Die Patente, genau. Super, ist das geil? Geht los. Ja. Hier. Das hinten angeschickt. Ja, steck mal wieder ab. Danke. Ja, liebe Leute, die Zeit ist schon sehr fortgeschritten, gell? Es ist schon halber Öffe. Und erfahrungsgemäß weiß ich dass das Hirnbanieren eh funktioniert. Gell? Hirnbanieren funktioniert. Das heißt, ich würde es jetzt gar nicht zu kompliziert machen mit ganz vielen Fragen, weil jede Frage, die kommt, automatisch 5 Neiche aufwirft. Das verspreche ich euch. Aber wir können sowieso auf Facebook oder YouTube oder wie auch immer diese Portale alle heißen, gerne in Kontakt sein. Informiert euch, schaut euch, schreibt es. Geht auf Welcome to Freedom. Meldet euch an. Schaut das Foto an, schreibt was dazu, schreibt eine Frage auf und geht in Interaktion mit uns, miteinander und so weiter. Und deswegen würde ich sagen, wir picken uns einfach jetzt auf die Gache vielleicht 1, 2, 3 lässige Fragen. Zum Beispiel du. Ich habe die Frage, inwieweit dass sich das Freeman Austria auf Deutschland übertragen lässt. 1:1 gleich. 1:1 gleich. Und zwar deswegen, weil die Grundinfo dieselbe ist. Die Grundinfo in Österreich heißt: Österreich ist eine demokratische Republik, das Recht geht vom Volk nur aus. Und in Deutschland heißt es, alle Macht geht vom Volke aus. Das ist genau dieselbe Vermutung. Alle Macht geht vom Volke aus, weil es keins gibt. Es gibt kein Volk.
bezieht sich auch der Körbler für das deutsche Grundgesetz. Da steht immer in erster Linie Grundgesetz drinnen, aber wir haben ja gesprochen mit dem deutsches Recht, das sind deutsche Worte, deutsche Definitionen. Wenn da von freiwilliger Gerichtsbarkeit die Rede ist, dann ist es eh Deutschland. In Österreich heißt das außer Streit und es steht da nicht drinnen. Ist dieses juristische Wörterbuch jetzt ein österreichisches? Nein, das ist ein deutsches Wörterbuch. Das ist in erster Linie Grundgesetz, wird da erwähnt drinnen. Aber der Köbler ist Österreicher, wirkt in Österreich und die deutsche Sprache ist uns beiden eigen im System. Österreich hat das Amtssprache, die deutsche Sprache und ihr auch. Und das hast du dann ein bisschen anders. Ne? Du hast so ein Landratsamt und bei uns hast du Bezirkshauptmannschaft. Aber es ist genau das Gleiche. Und ob du jetzt als Deutscher versklavt bist oder als Österreicher, es wird davon ausgegangen, dass du zum Volk gehörst. Und wenn du dich als Volk meldest, weil du wählen gehst oder weil du dich in ein Register schreibst, weil du deine personenbezogenen Daten hernimmst, dann bist du offensichtlich in der Gerichtsbarkeit. Konkludent, schlüssig handelnd. Wisst ihr, was konkludentes Handeln ist? Schlüssiges Handeln. Das werde ich unterstützt. Schlüssiges Handeln kann man zum Beispiel beschreiben mit dem McDonald's. Wer noch nie bei McDonald's war, kann beim Mackey nicht schlüssig handeln. Nicht konkludent handeln. Wer zum ersten Mal bei Mackey ist, der geht da rein und sucht sich einen Platz und wartet auf den Kellner. So lange, bis keiner kommt. Und er wird sehen, dass alle anderen sich ganz anders verhalten, nämlich schlüssig. Und wird irgendwann kopieren, was die tun, wird sie da hinstellen und auf einmal wird alles funktionieren, bis der Mackey-Mitarbeiter einem nicht einmal fragt, ob er vielleicht zum ersten Mal da ist. Weil er sich schlüssig verhalten kann. Und euch wird von Anfang an gelernt, wie man sich verhält in dem System. Ihr verhält euch schlüssig und daher darf man davon ausgehen, dass ihr da dabei seid. Jetzt liegt es an euch zu erkennen, das ist alles nicht mehr freier Wille. Jetzt weiß ich, wie das da in etwa gestrickt ist, informiere mich weiter und dann sage ich dem System, jegliche Vermutung ausgeschlossen, keine Person, keine Betrachtung, Wesen, souverän, der Gott auf seinem eigenen Planeten, wenn es zu willst. So wie der Hase, so wie der Vogel, so wie der Regenwurm, so wie alle. Selbst souverän mit einem System, das wir uns jetzt neu schaffen, weil das alte System ausgedient hat, kaputt ist. Jetzt haben wir Open Source, QEG, Tesla-Motoren und so weiter, freie Energie. Je freier wir werden, das geht Hand in Hand, je freier wir werden, umso freier ist die Energie, weil wir die Energie sind. Wenn der Mensch nicht frei ist, wird es niemals freie Energie geben, weil das eins und eins genau dasselbe ist. Wir sind die Energie. Und je freier wir sind, je freier ihr im Geist werdet, umso schneller sind alle diese Patente frei und es wird vor allem funktionieren. Wir haben dann freie Energie, wenn der Mensch frei ist. Vorher brauchen wir darüber nicht reden. Deswegen sollte man das zuerst angehen. Zuerst das System lösen und dann über freie Energie nachdenken und das alles machen. Aber genau. Wenn wir das System auch finden, wird automatisch die Steuern abgezogen. Ja. Das ist das Problem. Das ist das Problem. Wo bist du angestellt? Ah. Ja. Ja, ich weiß. Aber das macht ja nichts. Es kann sich ja jeder innerhalb seiner Nussschale versuchen, so weit zu lösen, dass er, wenn es dann vielleicht nur einen kleinen Sprung braucht, nicht mehr so viel ist. Mach das. Geh doch untertags arbeiten aufs Magistrat. Aber vielleicht informierst du die Leute schon ein bisschen aus deiner Position aus. Wer weiß, was du tun kannst. Also jeder muss ja aus seiner Position aus irgendwas tun. Und wenn du am Magistrat arbeitest, dann konntest du eigentlich jeden Tag, wenn wer kommt, einen Flugzettel verteilen und sagen, informier dich. Informier dich, wir müssen das retten. Auf meinem letzten Freeman-Talk in Lienz. Ja, hoffentlich. Nein, aber wisst ihr, das hört sich aber lustig an, aber vergesst bitte nicht, dass es alle betrifft. Alle. Ja. Es betrifft ja alle, verstehst du? Es betrifft das Finanzamt genauso wie das Land, wie das Magistrat und so weiter. Also dürfen wir ruhig mit der Wahrheit an die Öffentlichkeit gehen und sagen, hoffentlich arbeitet es nicht mehr lange am Magistrat, weil das ist eigentlich eh... Ohne, dass wir da was wünschen, dass du untergehst oder so. Aber Magistrat, ja, dann mach was gut am Magistrat. Erzählst die Leute. In Lienz war die Bürgermeisterin beim Freeman Talk. Die Bürgermeisterin von Lienz. Ja, die ist früher gefahren, aber es macht nichts. Sie war zumindest da.
Sie war zumindest da. Ihr habt vielleicht auf YouTube das Video gesehen mit dem Spindelecker von mir. Wir müssen jetzt reden, wir müssen in Dialog treten, nimmer streiten und schimpfen. Ja. Sondern, ist der Roller schon gemeldet? Nein, ich habe ihm jetzt eine E-Mail geschrieben und ich warte auf die Antwort. Wenn ich jetzt bis Montag keine habe, dann rufe ich es an. Und klickt, da ist das Video, klickt einfach drauf, je mehr Leute das Video jetzt sehen, umso mehr muss ich den Termin kriegen. Ja, kann sich, an dem kann er fast nicht mehr vorbei. Und ich möchte wirklich auf einen ganz hohen Level mit ihm reden. Ich möchte ihm fragen, Spindelecker, wir müssen deswegen reden, weil euch gängen die Steuerpflichtigen verloren. Ja? Das ist die große Unbekannte. Je mehr Leute es wissen, oder ich meine, die brauchen ja nicht von mir wissen, so wie der Trafikant in Wagrain, der einfach sagt, Steuerstreik. Von sich aus, der hat gesagt, aus, Opfergeger, Hypo, Alpe Adria, ich bin zahle, ich zahle keine Steuern mehr. Und je mehr Leute aufhören, Steuern zu zahlen, umso eher werden die mit uns reden. Und dann ist auf einmal wieder die Macht da, wo sie gehört. Anders geht das nicht. Bist du selbstständig? Ja. Das heißt, alle Einnahmen, was du hast, du zahlst keine Einnahmen. Genau. Umso Steuern? Nein. Ja, wenn ich einkaufe, aber abführen tue ich gar nichts. Von den Einnahmen? Umsatzsteuer, Dings, ja. 21%. Ja, aber die ziehst du gar nicht ein. Nein. Weil du holst da keine Vorsteuer. Ich hole keine Vorsteuer, genau. Konto für Netto, ja. Aber du zahlst keine Steuern. Keine Steuern. Ich habe alle meine Belege weggeschmissen, ich habe das auch dem Finanzamt mitgeteilt. 10 Jahre weggeschmissen. Genau. Einfach so im Mistkübikat. Wie lange machst du das? Ein Jahr, zwei Jahre? 2,5 Jahre. Und Finanzamt? Ich habe 2 Sachwalterschaftsverfahren hinter mir. Ja, aber die Verfahren sind eingestellt worden, nachdem der Richter mit mir gesprochen hat. Ich habe 1 Stunde mit einem Richter gesprochen. Und der Richter hat nach der Stunde Gespräch zu mir gesagt, Herr Kreisel, was Sie machen, finde ich intellektuell sehr reizvoll. Ja. Ja. Und der Richter hat das Verfahren eingestellt. Die Frage ist natürlich, wenn man so agiert, dann kommt schnell, das ist das Entmündigen. Das ist die Sachwalterschaft. Das ist die Sachwalterschaft in Österreich. Pflegschaftssache Johannes Kreisel. Einladung zum Erstgespräch. Ich war dort, ich habe mit dem Richter gesprochen und er hat gesagt, das ist intellektuell sehr reizvoll. Er schaut sich an, wie ich da weiter tue jetzt. Wahrscheinlich beobachtet er uns, Dr. Füssel. Und das Verfahren ist eingestellt, hat er gesagt. Und je mehr wir sind, mittlerweile bin ich nicht der einzige Freeman, der ein Sachwalterschaftsverfahren hinter sich hat, sondern wir sind viele mit Sachwalterschaftsverfahren. Und die meisten, sage ich jetzt einmal, fast alle werden eingestellt. Und je mehr, ja, irgendwer, Finanzamt, Exekutor, irgendeine Behörde leitet das ein, weil sie sich denken, du spinnst. Ja? Und je mehr wir sind jetzt, umso schwieriger wird es überhaupt nur an in die Klapse zu kriegen. Und wenn einer in die Klapse oder sonst was kommt, dann müssen wir den wieder rausholen. Wie geht das? Mit Fragen. Genau. Ja, zum Essen einmal einen Kuchen. Alles, genau. Aber dafür sind wir jetzt so viel. Wir sind in Österreich heute, so wie ich da stehe, wahrscheinlich, ich weiß gar nicht mehr auswendig, geschätzt um die 500 Freeman. Wer ist, du bist Deutscher sogar? Ja. Deutscher Freeman, bitte Applaus. Yeah! Und der Klaus hinten, Freeman, wer ist noch? Erklärter Freeman? Maniolo? Dings? Verstehst du, es werden immer mehr und wir sind alle in einem Bewusstsein, da ist es völlig egal, ob man einen von uns wegtut oder nicht. Ja? Da sind nur 5 da. Was wichtig, glaube ich, für viele ist, die Angst, du sollst, wenn du das machst, du darfst nichts besitzen. Es ist besser. Es ist das, wenn du was besitzt, genau. Dann werden wir einfach was nehmen. Ja. Und diese Angst ist da, ob es ein Auto ist, ein Haus, eine Möglichkeit, du wirst sofort gefändet. Dadurch kein Polio. Das ist der Fehler, das populistische Denken. Aber es gibt ein paar Menschen, denen ist es nicht wurscht, aber gleichgültig. Ja. Mir kann man in dem Sinn nichts mehr nehmen und ab dem Moment bin ich unverwundbar. Und natürlich. Ja, und wir arbeiten aber ja weiter in der Richtung, dass ich auch will, dass man echt nichts nehmen kann. Deswegen tun wir ja weiter. Deswegen will ich, dass das sich jemand anspricht. Woher nehmen die dieses Recht, euch oder mir was zu nehmen? Das Recht war nie da, nicht im Volk. Und jetzt muss einfach sich das umeinander reden, dass es kein Volk gibt, dass wir eigentlich alle frei sind. Wir sind eigentlich alle von Haus aus frei, es braucht keinen Brief. Habt ihr Modelle für Stiftungen? Stiftung ist auch schwierig, weil... Wie besitzen denn? Wir wollen, also ich muss so anfangen, es gibt Pläne, welcometofreedom.at in eine riesengroße Stiftung umzuwandeln, damit man komplett einmal keine Erklärungen und Dings, damit man Geld fließen lassen kann, damit man Besitztümer einschreiben kann, ganze Güter, ganze im großen Stil Grund, Land, dass das im großen Stil gerettet ist und damit es nachher einfach freigeben werden kann.
Das machen in Australien machen das schon ein paar Leute, in England, Kanada. Überall werden im großen Stil Gründe reserviert. Egal, ob die gekauft werden, gespendet werden, Dings. Damit für die Zeit nachher, wo ein Grund dann nichts mehr kosten wird, ist eh klar, Grundeigentum, das löst sich alles auf, dass die Gründe einfach reserviert sind. Wie das jetzt passiert, sei dahingestellt. Informiert sich einfach bitte, es ist wirklich so, so viel, riesengroß, 100.000 Organisationen, Vereinigungen, halt das, bis zum Andreas Körber, der... Ja, ich würde gerne noch was ergänzen, ja. weil das mit der Angst mag zwar aus den Erfahrungen aus dem alten System berechtigt sein. Für Okitalk. Für Okitalk, auch für alle hier. Ja. Sehr berechtigt sein, das mit der Angst. Aber es laufen ja parallel ganz viele andere Geschichten auf, wie zum Beispiel die Kreditopferhilfe, die Klage gegen die Banken. 2000 Leute wollen wir zusammenkriegen. Weil Geld, nämlich also Kredite, im Grunde genommen Geldschöpfung aus der Luft sind. Entschuldigung an die Okitalk-Hörer. Kredite sind Geldschöpfung aus der Luft. Und wenn ihr eure Kredite nicht mehr zurückbezahlt, zum Beispiel euer Hauskredit nicht mehr zurückbezahlt, vielleicht weil ihr es nicht könnt oder auch nicht wollt, dann dazu ruft der Kreditopferhilfeverein sogar auf, weil der Bank entsteht kein Schaden dadurch. Und im Moment sind wir, glaube ich, bei 400, 500 Leuten zusammen, wenn wir die große Sammelklage einreichen gegen die Banken. Wir sind auch nicht gegen die Banken als solches, sondern, also nicht wie in Island gerade geschehen vor wenigen Jahren, dass sie die Banker alle in den Knast gesteckt haben. Das wollen wir ja gar nicht. Wir wollen ja niemanden schaden, sondern in Kooperation treten. Und das ist so ein Modell, dann ist Ubuntu, Dachverband noch so ein Modell. Es gibt freie Energiemodelle, da kannst du dich sogar vom Strom abmelden und von Heizung abmelden. Das ist, oh, danke schön. Das ist, also es gibt haufenweise Sachen, die sich gerade mal eben in den letzten Jahren finden und verknüpfen. Und das ist fantastisch. Also Angst würde ich nicht als oberste Messlatte setzen, wenn wir uns mit diesen Themen auseinandersetzen, sondern eher Informationen. Ja. Und Vertrauen natürlich, klar. Angst, die das Anregung zur Kreativität. Ja, genau, kann man als Adrenalinkick nutzen. Gut, ja, also das war mir noch wichtig. Danke. Ja. Super, also wie gesagt, wir konnten jetzt nur den ganzen Abend bis spät in die Nacht rein über lauter solche Sachen reden. Ich möchte euch an Hirn den Gefallen tun, das Ganze einfach einmal in die Setzphase, in die Sickerphase gehen zu lassen. Bitte seid so lieb, schaut euch im Internet Welcome to Freedom an, googelt ein bisschen, YouTube-Videos anschauen. Einfach informieren. Alität suchen, nicht das, was irgendeiner gesagt hat und das weiter verzögern. Selber eine Meinung bilden, selber wissen, was los ist und dann agieren. Das wird sicher das Richtige sein. Gibt es noch irgendeine ganz wichtige Frage? Weil sonst würde ich es jetzt einfach beenden. Ist das recht? Vielen Dank. Guten Morgen. Vielen, vielen Dank. Ja. Lieber Joe, lieber Andreas, ganz, ganz herzlichen Dank für euer Engagement. Ich möchte nochmal, bevor sich das jetzt dann auflöst, an den Austritt erinnern. Es ist wirklich so, ich habe an Klaus Glatzler das erste Mal live gesehen. Wir haben schon viele Sendungen miteinander auf Okitalk gemacht. Ich habe zudem letzte Woche gesagt, Joe kommt, ich weiß nicht, sind wir 50 Leute, sind wir 100 Leute. Er hat sein ganzes Equipment eingepackt, ist raufgefahren, er macht es aus freien Stücken. Der Joe macht es. Der Joe macht es aus freien Stücken, weil wenn die Galionsfigur dieser Bewegungen in Österreich nicht authentisch ist, dann kann man es vergessen. Andreas Körber kommt mit vollem Terminkalender und bis daher mit Studioprojekten voll, verefert Ding schnell umgeschossen und sagt, wenn ihr schon da seid, dann nutzen wir die Gelegenheit, bringt ein Lied mit, habe ich gar nicht gewusst. Phänomenal, das war im Prinzip heute Premiere zusammen mit allen Okitalk-Hörer. Phänomenal, finde ich einfach klasse. Danke auch. Und ich bitte euch einfach, das wirklich noch im Herzgefühl zu würdigen, weil Wert zu schätzen, im Sinne wirklich von Schätzung und nicht so, naja, was zahle ich für zwei Stunden Kino und ein bisschen Popcorn, sondern was ist euch wert, dass einfach das weitergeht. Der Gerhard hat vorhin gesagt, wir wären hier,
bereit, eine Gemeinschaft, eine Vertrauensgemeinschaft, die sich per Stück Papier, da hinten liegt der Listen, da kann sich übrigens jeder eintragen, der Interesse daran hat, wenn wir so eine Sachen wieder, ja, der Andreas hält es gerade hoch, also bitte eintragen, wer Informationen haben will in den Verteiler, bei uns mit rein will, wir machen regelmäßig Veranstaltungen zu verschiedenen alternativen Lebensformen, aber halt dann auch solche Sachen, was mich natürlich fasziniert und wir werden sowas öfters machen. Und solche Sachen, ja, und solche Sachen, was die für Sachen, was machen die für Sachen da, da? Und die lachen auch noch mit den Sachen, die sie machen. Also ganz wichtig. Und wenn wir nochmal so viele Leute werden wie jetzt, also 100 Leute, sagt der, hat der Gerhard vorhin gerade gesagt, 100 Leute, wenn eine Vertrauensgemeinschaft bilden, können sie eine ganzen Hausratsversicherungen sofort abschaffen, weil wenn 100 Leute füreinander bürgen, dann stemmen wir pro Jahr ein abgebranntes Haus. Und wir brauchen keine Versicherungen mehr. Das ist nur ein Beispiel. Ja? Und es gibt dieses Atabana und viele andere Dinge. Also wenn euch das jetzt ein bisschen angestupst hat, arbeitet da weiter in eurer Fasson, mit eurem Herzblut, mit euren Ideen und Ideologien. Klingt es euch ein, wir haben so wunderbare Sachen wie eben das Internet, die uns auch vernetzen. Nicht nur verletzen, du kannst Cyberbombing machen, du kannst dich aber auch vernetzen. All das hier wäre nicht entstanden ohne Internet, weil hier ist, also so per Zuruf quasi der Sammerskirchner, darf ich jetzt einfach mal so feststellen. Die Leute kommen von Everding, über Formbach, von Passau, von überall her und ich finde es fantastisch, dass ihr von überall hierher gekommen seid, weil es immer so ist, dass der Prophet im eigenen Lande erst eine Zeit lang umeinander rühren muss, bis man ein bisschen hellhörig wird, aber sie schauen mal die Fenster rein und das war schon ganz gut. Und ich bedanke mich für die musikalische Unterstützung des Männergesangsvereins St. Marienkirchen und jetzt wünsche ich euch einen schönen Abend, lasst es euch gut gehen und eine geruhsame Zeit. Namaste.